aber unterhalb der Pünktlichkeitsschwelle des Marktführers, möchte ich Sie alle recht herzlich begrüßen. Wir haben uns kurzfristig entschlossen, dass ich mein kleines Impulsreferat ohne die Beteiligten der Podiumsdiskussion halte und Frau Ziegler, unsere Moderatorin, dann die Herrschaften mit einer kleinen Vorstellung jeweils nach vorn auf die Bühne bittet. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen, mich im Namen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer bedanken, dass Sie uns die Ehre geben zu unserem parlamentarischen Abend. Das Thema, meine Damen und Herren, wird nicht nur von der GDL getrieben, sondern ist in aller Munde. Der Mangel an Personal treibt den ganzen Sektor Eisenbahn. Wir wissen, es werden auch andere Industriebereiche, ganze Branchen getrieben von Personalmangel. Bei uns ist er leider mehr als offensichtlich und Schlagzeilen wie Zugausfall wegen fehlendem Lokführer oder auch Zugbegleiter, das ist etwas, das wir nicht gern hören als Berufsgewerkschaft, ist das für uns kein Aushängeschild. Ich sehe uns an der Stelle in einem Boot mit den Eisenbahnverkehrsunternehmen, da trennt uns nichts. Die Frage des Weges ist noch strittig, die Frage nicht des Ob, sondern des Wie haben wir noch nicht so uns gefunden, wie es vielleicht sein sollte für einen großen Impuls, den wir hier dringend benötigen, um aus dieser Personalmisere rauszukommen. Von daher werden Sie heute eine Podiumsdiskussion erleben, die vielleicht in einzelnen Elementen strittig ist, die aber insgesamt gesehen von einem gemeinsamen Ziel geprägt ist, nämlich alle Beteiligten wünschen sich nicht nur, sondern unternehmen vieles, noch nicht alles, um so viel Personal wie möglich an Bord zu bekommen. In der entsprechenden Qualität, in der entsprechenden Menge. Und das ist nach mehr als 20 Jahren heruntergefahrene Ausbildungsstrecken, mehr als 20 Jahren wenig bis gar keine Einstellung, ein Kraftakt, der von vielen bereits angegangen worden ist. Trotzdem sehen wir, und das stellen wir strittig zur Diskussion, in den vor uns liegenden fehlenden Personalmengen mehr als eine Herausforderung. Ich lade Sie recht herzlich ein, in dieser Diskussion Augen- und Ohrenzeuge zu sein über die einzelnen Segmente unserer Podiumsdiskussion. Ich darf recht herzlich begrüßen, Frau Ziegler, unsere Moderatorin, nun schon zum zweiten Mal auf dem parlamentarischen Abend. Recht herzlich willkommen und Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Danke. Ja, ich begrüße Sie. Ich freue mich sehr, dass ich heute zum zweiten Mal mit hier sein darf. Letztes Jahr ging es ja um das Thema Infrastruktur und dieses Mal stellen wir den Menschen in den Vordergrund. Und wie Herr Weselski schon gesagt hat, das Gute ist, wir sind uns alle einig, wir brauchen mehr Personal. Es ist nur noch nicht klar, wie gehen wir an die Sache ran. Darüber sprechen wir heute und ich möchte auf die Bühne bitten und gleichzeitig auch um Ihr Verständnis bitten, dass sich unser Pendel von den Namen und Personen ein wenig geändert hat. Zum einen Hugo Kratzer, Abteilungsleiter Eisenbahnverkehr, schon seit Jahrzehnten in diesem Thema mit drinnen vom BMVI als Ersatz für Enak Ferlemann. Einen herzlichen Applaus, schön, dass Sie da sind. Außerdem, genau, nehmen Sie gerne Platz, den würde ich für mich reservieren, alle anderen sind frei. Matthias Gastel als Vertretung für Cem Özdemir. Er war letztes Jahr auch schon mit dabei in der Diskussion und ist Bundestagsabgeordneter der Bündnis 90 Die Grünen, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur und Sprecher für Bahnpolitik. Schön, dass Sie heute da sind, Herr Gastel. Ein Applaus für ihn. Ja, dann freue ich mich ganz besonders, dass Martin Seiler heute da ist. Er ist seit 2018 Vorstand für Personal und Recht der Deutschen Bahn AG und war zuvor unter anderem auch für die Deutsche Telekom tätig. Und heute ist er da, um mit uns über dieses Thema zu diskutieren. Ein Applaus für Martin Seiler, bitte. Michael Weber-Werns, er ist Geschäftsführer der VDV-Akademie, also der Bildungsinstitution für Verkehrsunternehmen. Schön, dass auch Sie heute da sind, besonders für das Thema Bildung, um das es heute eben auch geht. Ein Applaus für ihn, Michael Weber-Werns. Und Hans Leister, Gründer der Zukunftswerkstatt Schienenverkehr, schon viele Positionen, unter anderem bei der Bahn, ein ausgewiesener Experte. Herr Leister, schön, dass Sie da sind. Ein Applaus für Sie und Herr Weselski, natürlich ganz wichtig. Danke. Applaus
Ja, es ist schon einige Jahre her, aber das ging damals durch die ganzen Medien. Das war im August 2013, als an einem Tag so viel Personal gefehlt hat, dass der Mainzer Hauptbahnhof nicht mehr angefahren werden konnte. Es war ein Super-GAU, von dem es damals hieß, der solle sich nie wieder wiederholen. 6 Jahre später war es dann aber leider wieder soweit. Es hat sich ein Fahrdienstleister krank gemeldet und in der Folge konnten mehrere Stunden lang zahlreiche Fernzüge weder den Mainzer Hauptbahnhof noch den Frankfurter Flughafen anfahren. Und auch der S-Bahn-Verkehr war gestört. Und entsprechend der doch personellen Schwierigkeiten ist es verständlich, dass die Bahn damals oder der Sprecher der Bahn damals gesagt hat, wir sind sehr glücklich darüber, dass wir dieses Problem so schnell lösen konnten, also innerhalb von ein paar Stunden. Das ist verständlich unter den personellen Rahmenbedingungen, Fakt ist aber auch, es war eine einzige Krankmeldung, die damals den Bahnverkehr zum Erliegen gebracht hat. Das hat sich in kleineren Varianten auch noch weiter wiederholt, also es ist einfach offensichtlich, dass hier ein großer Personalmangel herrscht. Und wir stellen jetzt die Frage, wie hat sich das eigentlich mittlerweile geändert? Wir wollen über die Maßnahmen sprechen zur Mitarbeitergewinnung, wir wollen über die Wirksamkeit sprechen, aber auch über die Attraktivität als Arbeitgeber und des Berufsbildes. Und deswegen möchte ich als allererstes mal abklären, weil ich glaube, da sind auch unterschiedliche Ansichten darüber, wie sieht eigentlich derzeit der Bedarf aus an Personal. Herr Seiler, wie viele Lokführer fehlen aktuell aus Ihrer Sicht? Wie viele sollen eingestellt werden und wie viele haben Sie im letzten Jahr schon eingestellt? Ja, erstmal schönen Dank für die Gelegenheit, über diese Themen zu diskutieren. Ich finde auch gut, dass wir darüber sprechen. Da kann man vielleicht das ein oder andere auch entsprechend einordnen. Es ist tatsächlich so, dass wir allesamt in der Branche natürlich große Herausforderungen haben, entsprechend genügend Fachkräfte an Bord zu haben. Speziell bezogen auf die Deutsche Bahn, für die ich ja hier sitze, kann ich sagen, dass wir in den nächsten 10 bis 12 Jahren aufgrund unserer Demografie etwa die Hälfte der Belegschaft in Rente und Ruhestand verabschieden. Und deswegen haben wir ja nicht zuletzt seit letztem Jahr, seit ich hier bin, eine große Joboffensive gestartet und die ist auch dringend notwendig. Und es lässt sich mittlerweile ja in Zahlen auch belegen. Wir haben im letzten Jahr 24.000 Kolleginnen und Kollegen eingestellt, davon 4.000 Auszubildende. Und wir werden in diesem Jahr eine ähnlich große Zahl einstellen. Das ist dringend notwendig, weil wir natürlich sehen, dass über Jahre hinweg sich die Personalsituation verändert. Wir werden in den nächsten 10 Jahren rund 8.000 Lokführer in Rente und Ruhestand verabschieden. Und wenn Sie heute sehen, wir bilden pro Jahr in der Erstausbildung rund 700 aus und wir holen an Bord, das war Ihre Frage, in diesem Jahr ungefähr 2.300 neue Kolleginnen und Kollegen, die zugegebenermaßen natürlich erstmal auch in einer Funktionsausbildung ausgebildet werden müssen. Aber das sind die Größenordnungen, über die wir reden. Das heißt, wir haben die Ausbildungszahlen im Vergleich zu letzten Jahr um 10% und im Vergleich zu vorletzten Jahr um 20% erhöht. Und wir haben die Funktionsausbildungsplätze in den letzten 2 Jahren um 50% erhöht. Das heißt, wir haben jetzt rund 5.000 Plätze für Funktionsausbildung. Also was will ich damit zusammenfassend sagen? Ja, es ist eine Situation, dass wir wirklich rekrutieren müssen und auch wollen. Wir haben da auch uns entsprechend darauf eingerichtet. Und das wird uns über Jahre hinweg begleiten, weil wir eben aufgrund unserer demografischen Situation diese Herausforderung lange Zeit haben werden. Wir haben heute ein Durchschnittsalter bei der Deutschen Bahn von 46,5 Jahren etwa. Das ist immer die mittlere Temperatur. Es gibt natürlich Einheiten, wo wir durchschnittlich über 50 sind und es gibt andere Einheiten, wo wir etwas jünger sind. Also, wir brauchen die Joboffensive, wir haben die gestartet, wir haben unsere Personalisierungssituation seit letztem Jahr wirklich gewaltig verändert. Wir legen zu in der Ausbildung und wir legen zu in der Frage der Quereinsteigs-Funktionsausbildung. Auf das Thema Ausbildung und auch Mitarbeitergewinnung kommen wir später noch. Aber mir war jetzt, ich habe nicht richtig verstanden, wie viele fehlen aktuell? Also wie viele offene Stellen haben Sie noch konkret? Also wie ist der Bedarf, damit es eigentlich wirklich reibungslos funktionieren müsste, aus Ihrer Sicht? Also wir können derzeit die jeweiligen Pläne bedienen, was wir auch tun. Wir müssen aber natürlich sehen, dass Tag für Tag, Woche für Woche, Monat für Monat Leute auch in Rente und Ruhestand gehen. Das heißt, wir führen da auch permanent nach.
Und die aus der Funktionsausbildung kommen ja auch immer klassenweise raus, sodass wir derzeit keinen Fehlbestand im klassischen Sinn haben. Aber natürlich müssen wir auch immer sehen, wie wir alles gut besetzen können. Aber das geht nur über wirklich massive Einstellungspolitik und die haben wir seit letztem Jahr auch in die Richtung gedreht. Ich konnte leider jetzt nicht rauskitzeln, wie viele offene Stellen es tatsächlich sind. Aber gerne, also, Herr, ich kann hier aus der Region Berlin-Brandenburg berichten und auch aus anderen Regionen. Es fallen Züge aus, also muss es ja doch offene Stellen geben. Und ist das der Hauptgrund? Was würden Sie sagen, Herr Wesselski? Also für Zugausfall, wie ist denn die prozentuale Verteilung bezüglich Personal oder technische Störungen? Wir haben ja gelernt, aktives Zuhören. Herr Seiler hat gesagt, er hat keinen Ausfall, er hat keinen Fehlbedarf für das, was Sie planen. Und leider ist es so, dass wir an der Stelle eben auch schon planen, dass bestimmte Züge nicht mehr fahren, weil wir wissen, dass wir eine Unterdeckung haben. Ich meine, es bringt ja auch nichts, muss man ehrlich bleiben. Auch bei anderen Verkehrsunternehmen müssen Züge ausfallen. Die werden gemeldet als Ausfall wegen Personalmangel. Das wäre ja der Super-GAU, wenn wir den Menschen vorgaukeln, der Zug fährt, obwohl wir jetzt schon vorher wissen, dass er nicht fahren kann, weil wir keine Lokführer haben. Insoweit ist das, was wir zu fahren haben, besetzt. Es ist nicht zu verhehlen, dass unsere Kolleginnen und Kollegen auch immer wieder aufgerufen sind zu Überstunden, zu Mehrleistungen, um das gesamte Leistungspaket abwickeln zu können. Die Unterdeckung ist im Markt vorhanden und ich sage das ganz offen, da passt super rein das Beispiel VRR. Wir haben in Nordrhein-Westfalen eine Abstraffung eines Unternehmens Keolis zur Kenntnis zu nehmen, die vor Verkehrsaufnahme im Dezember vom Aufgabenträger den Verkehrsvertrag wieder weggekündigt bekommen haben mit der Begründung, man könnte jetzt schon sehen, dass sie nicht in der Lage sind, den Verkehr ordnungsgemäß aufzunehmen und den Bedarf zu decken. Das ist ein ziemliches Spiel, wo ich sage, kreuzgefährlich. Weil am Ende des Tages muss die Öffentlichkeit Zugverkehr zur Verfügung gestellt bekommen. Und das, was dort stattfindet, teilt die Wettbewerber, bringt sie gegeneinander in Stellung. Und wir sehen im Markt so eine enge Personaldecke, dass die Unternehmen viel stärker zusammenarbeiten müssen und übergreifend Bereitschaft zeigen müssen, auch die Lokführer auszutauschen, in Personalüberlassung die Kolleginnen und Kollegen auszutauschen, weil eben, anders als die Politik sich das wünscht, der Wechsel der Einzelnen so nicht stattfindet. Ja. Die haben ein Beharrungsvermögen. Da gehe ich auch später nochmal drauf ein, aber ich hätte gerne eine Zahl. Können Sie sagen, jetzt aus Ihrer Sicht, Herr Wesselski, wie sieht der Bedarf tatsächlich aus? Wie viele brauchen wir? Wir sind immer noch auf dem Wege, dass wir mindestens 1000 Lokführer in den Markt reinbringen müssen, um die Personalsituation zu stabilisieren und zukünftig die Mehrleistung, die hier erbracht wird, zu vermeiden. Ich meine, wir reden seit 5 Jahren über diese Mehrleistung und wir sind dafür auch im Streik gewesen. Wir haben das gemeinsam angegangen zu verändern. An der Stelle kann ich Herrn Seiler keinen Vorwurf machen. Der ist auf die Funktion gekommen, als er tiefer ins Glas geguckt hat, hat er gesagt, okay, das ist ganz so haarsträubend, das hätte ich nie gedacht, aber es ist haarsträubend. Und bei der gemeinsamen Anstrengung haben wir viele Gemeinsamkeiten, manches trennt uns. Manchmal eben auch die Sicht auf die Zahlen und auf die Dinge. Ich spreche für den Markt, ich nehme da alle Unternehmen mit rein. Wir können gewiss davon ausgehen, dass derzeitig 1000 Lokführer besetzt werden können, ohne dass irgendjemand hier in Kurzarbeit anfängt zu denken oder ohne dass dann womöglich 2 Lokführer auf einem und demselben Zug sitzen. Also wir haben auf jeden Fall schon mal die unterschiedliche Ansicht, dass Sie sagen, es gibt Ausfälle wegen Personalmängel. Sie sagen, das sei nicht der Fall. Aber wie erklären Sie sich dann trotzdem, dass es zu solchen Super-GAUs kommt, die dann auch die Medien erreichen, dass ein Bahnhof über mehrere Stunden nicht angefahren werden kann, weil Personal krank ist? Also ich glaube, wir müssen ein bisschen hier in der Diskussion differenzieren. Dafür haben wir auch die Zeit. Dafür sind Sie da, unterschiedliche Ansichten einzubringen. Auch differenziert drauf zu gucken. Dass wir nicht vermischen, die Frage, wo haben wir Bedarfe und müssen die durch Einstellungen, Qualifizierung, Ausbildung decken. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist die Frage des Personaleinsatzes in der unmittelbaren Situation. Da kann ich zu Rüsselsheim, das war ja der Punkt, den Sie kurz angesprochen haben, auch noch zu was sagen. Es ist unstrittig. Und da, glaube ich, haben alle Beteiligten keinen Zweifel, dass wir in den nächsten Jahren in diesem Bereich einen hohen Bedarf haben. Warum haben wir uns dafür entschieden, in dem Bereich doppelt so viele
in eine Funktionsausbildung zu bringen. Warum haben wir uns dazu entschieden, 20% mehr Auszubildende einzustellen? Genau aus dem Grund, weil wir sehen, dass die Bedarfe da sind. Und insofern, das ist, glaube ich, kein Dissens zwischen uns, dass wir hier alle Anstrengungen unternehmen müssen, um genügend Leute, gut qualifizierte Leute, perspektivisch an Bord zu haben. Das eint uns auch mit den Mitwettbewerbern, wobei ich da an der einen oder anderen Stelle, muss ich auch kritisch sagen, mir schon wünschen würde, dass da auch mehr in Ausbildung, Qualifizierung, ähnlich wie bei uns investiert wird. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, natürlich ist es ärgerlich, wenn im Einzelfall Züge ausfallen. Aber das kann man nicht immer gleichsetzen mit der Frage, es gibt ein grundsätzliches Problem beim Personalbestand und Bedarf. Mhm. Ist manchmal auch eine Frage des Personaleinsatzes. Ja. In Rüsselsheim konkret, das ist eine Fahrdienstleitung mit 7 Leuten. Die sind auch alle besetzt, also es gab keinen Personalbedarf und die Stellen waren alle besetzt und es gab eben nicht eine, sondern 2 Krankmeldungen in der Nacht und eine unmittelbar vor Schichtbeginn und da wird es kaum möglich sein, dass da jemand dann aus dem Schrank springt und die Stelle übernimmt und deswegen musste hier dann auch entsprechend Ersatz gesorgt werden. Was wir machen, und das ist sicherlich eine Frage des Personaleinsatzes, gerade an solchen Stellen, dass wir ich nenne es mal in Anführungsstrichen, Notfallpläne aufgestellt haben, wo unmittelbar dann auch Dienst übernommen werden kann, wenn jemand kurzfristig ausfällt. Mhm. Aber dieses Beispiel dient eben nicht dafür zu sagen, es lag an der Frage der Besetzung oder an fehlenden und offenen Stellen, sondern es waren kurzfristige, wirklich sehr kurzfristige Personalausfälle, die kurzfristig gedeckt werden müssen. Okay. Insofern glaube ich, bitte ein bisschen differenzieren, dass wir grundsätzlich Personal nachbesetzen, nachführen, qualifizieren müssen, ist außer Frage. Ja. Aber das, was da im Einzelfall ist, ist natürlich bedauerlich, aber das ist nicht ein grundsätzliches Problem von generell fehlendem Personal. Dann schauen wir uns doch mal den Status quo an. Führen Sie denn bei sich Umfragen durch bei den Mitarbeitern zu Mitarbeiterzufriedenheit, zu psychischen Belastungen? Gibt es sowas bei Ihnen? Ich habe das nicht rausgefunden, deswegen die Frage direkt an Sie. Ja, natürlich gibt es. Was ist das Ergebnis? Ja, also wir haben eine konzernweite Mitarbeiterbefragung, die haben wir jetzt gerade auch im letzten Herbst durchgeführt. Was die Mitarbeiterzufriedenheit angeht, haben wir stabile Werte. Es ist sogar. Wie sehen die aus? Ja, jetzt, also die Mitarbeiterbefragung hat eine Skala von 0 bis 5, das ist okay. die 5er-Skala. Die Mitarbeiterzufriedenheit lag bei 3,7%. Mhm. Das ist ein guter Wert. Wir haben natürlich auch da unterschiedliche in den Bereichen. Aber was insbesondere wichtig war, und die Mitarbeiterbefragung hat auch in einer Zeit stattgefunden, die auch für die Bahn, was Qualität und Pünktlichkeit angeht, eher eine schwierige Phase war. Mhm. Und wir haben aber die Rückmeldung bekommen, dass das Commitment zur Bahn, das Commitment zum Job und auch die Weiterempfehlung sogar im Vergleich zur letzten Befragung gestiegen ist. Natürlich ist es so, und da brauchen wir auch nicht drum herum reden, dass wir auch die Frage von zusätzlichen Einstellungen deswegen durchführen, weil wir eben den Bedarf sehen und weil wir auch gegenwirken wollen gegen Fragen von Überstunden, gegenüber die Frage von Belastung. Deswegen machen wir diese Joboffensive. Gut, auf die Joboffensive komme ich später nochmal zurück. Wie schätzen Sie das ein, Herr Wesselski, die Belastung für die Mitarbeiter? Ich hatte auch hierzu recherchiert und hatte nur einen journalistischen Bericht gefunden. Das war ein ARD-Politikmagazin Report Mainz, das leider eher dunkle Ergebnisse mit sich gebracht hat. Nämlich dort haben unter mehr als 200 von knapp 13.000 Fahrdienstleistern darüber gesprochen, beziehungsweise jeder zweite Befragte angegeben, er fühle sich durch seine Arbeit sehr überlastet. Wie schätzen Sie das ein? Was bekommen Sie zurückgespielt? Das ist die ganz große Frage, was versteht man alles unter Belastung? Ist die Belastung nur deswegen da, weil wir mehr Leistung abfordern? Ist die Belastung da, weil sie nie wertgeschätzt werden? Ist die Belastung da, weil sie draußen im Eisenbahnbetrieb als Lokführer und Zugbegleiter erleben? Das Thema war, ständig wird man im Urlaub angerufen, Zitat, eine Erholung ist nicht möglich. Viermalige Streichen des Urlaubs, weil sonst kein anderer arbeiten konnte, teilweise unter Androhung der Abmahnung. Ja, das, Entschuldigung, aber das steht alles in einem Kontext. Natürlich sprechen wir nicht für Fahrdienstleiter, wir sprechen für Lokführer, Zugbegleiter, Disponenten. Und auch Ausbildungslokführer. Aber Fakt ist, was wir unter der Überschrift Wertschätzung mit dem Arbeitgeber gemeinsam wollen, ist, dass wir eine andere Führungskultur bekommen. Mhm. Und hier spreche ich nicht bloß für einen Marktführer. Wir haben auch einzelne Unternehmen, wo diese Führungskultur geprägt ist von Druck von oben und von ausschließlich am Mitarbeiter des direkten Bereichs ausgerichteten
nicht bloß subtilen, sondern offenen Druck. Und eine Abmahnung anzudrohen, wenn jemand in seiner Freizeit nicht ans Telefon geht, das haben wir bereits mit dem letzten Tarifabschluss einvernehmlich unter der Überschrift Schalt mal ab klargestellt, Freizeit ist Freizeit. Ich verstehe aber auch die Disponenten, die sich nie weiter zu helfen wissen und versuchen, die Dienste abzudecken und dann natürlich jeden anrufen. Und da gucken die nicht vorher noch, wo der gerade ist. Und die rufen die in der Freizeit an, weil im Dienst dürfen sie sie eigentlich auch nicht anrufen. Denn wenn der Lokomotivführer auf dem Führerstand die Fahrt zu kontrollieren und durchzuführen hat, dann hat er nie ans Handy zu gehen und sich ablenken zu lassen. Das ist gegen die Vorschrift und das ist auch gut und richtig so. Von daher ein Teufelskreis. Ja. Aber Wertschätzung hängt auch damit zusammen, dass zurzeit eben unsere Mitarbeiterbefragung, die wir als GDL durchgeführt haben, aufdeckt, dass die A, Wertschätzung nicht da ist und B, vor allen Dingen nicht der Respekt vor dem, was unseren Kolleginnen und Kollegen draußen begegnet. Mhm. Anspucken ist die noch niedlichste Form. Tätliche Angriffe, verbale Beleidigung, sexuelle Belästigung bis hin zu körperlichen Verletzungen, die Zugbegleiter und Lokomotivführer in Kauf nehmen müssen während ihres Dienstes. Und das sage ich mal ganz vorsichtig, das ist die zweite Befragung zum Thema Sicherheit. Die erste haben wir im 2016 gemacht. Was? In 2018 sind die Ergebnisse gravierend schlechter haben geworden. Sie, haben Sie Zahlen? Können Sie da was konkreter sagen? Ich habe Zahlen, ich habe mir das extra noch mal zuarbeiten lassen. Wir haben von 2010 bis 2018 die Zahl der Mitarbeiterübergriffe, der Übergriffe auf DB-Mitarbeiter, hat sich vervierfacht. Ja. Wir haben Wiederholungsbefragungen von 2015 bis zum jetzt Jahr 2018, hat sich die Zahl der Übergriffe gemäß unserer Befragung um 100% erhöht, das heißt verdoppelt. Sexuelle Belästigung, Bedrohung, Beleidigung haben sich deutlich erhöht. Keine Berufsgruppe wird häufiger angespuckt als Zugbegleiter. Ja. Das ist etwas, wo ich sage, da nützt uns nichts, wenn wir eine große Initiative starten unter der Überschrift Schutz der Mitarbeiter, aber bei denen kommt gefühlt und auch faktisch nichts an. Ja. Und Herr Seiler, vielleicht, wenn wir, dann würde ich gerne aber zu Ihnen ganz kommen, klar Herr Weber-Berns. Ja, wir haben leider, das hat man vergessen an der Ansage, Frau Greinert, die die Wettbewerbsbahn vertreten sollte, hat kurzfristig aus privaten Gründen absagen müssen. Da bitte ich um Entschuldigung. Ich möchte vermeiden, dass wir uns hier nur am Marktführer abreiben. Mhm. Die Aussagen, die wir hier treffen, unsere Befragung hat nichts mit der Mitarbeiterbefragung der Deutschen Bahn zu tun. Das ist die Befragung der GDL an alle Mitglieder und Nichtmitglieder, die in Eisenbahnverkehrsunternehmen sind. Und das, was hier rausgekommen ist, gilt querbeet für alle Eisenbahnverkehrsunternehmen. Natürlich gibt es auch gute und nicht so gute. Das muss man zwar differenziert betrachten. Wir können das aufs Unternehmen runtergebrochen auswerten. Wir können das auf den sogenannten Wahlbetrieb heruntergebrochen auswerten, wo Veränderungen sind. Und die sind aber insgesamt als Linie eben negativ. Und die Kolleginnen und Kollegen beklagen, dass sie die Schutzfunktion nicht wahrnehmen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die Antwort lauten muss, aber sie muss mehr sein als eine Kampagne starten. Ja, schauen wir mal, was Herr Seiler dazu meint. Ja, das Thema Sicherheit, wirklich, das treibt mich auch gewaltig um, weil das natürlich überhaupt kein gutes Gefühl ist, wenn Mitarbeitende in ihrem Dienst immer die Sorge haben müssen, dass sie da täglich angegriffen werden. Das ist außer Frage und es ist richtig, ohne jetzt die Zahl im Einzelnen kommentieren zu wollen, dass es da einen Anstieg gab, auch was tätliche Übergriffe angeht. Und deswegen haben wir jetzt gerade vor kurzem auch ein umfassenderes Sicherheitspaket auch verabredet. Wir sind da auch im Dialog mit der Politik, wir sind im Dialog mit der Bundespolizei bis hin zum BKA, weil was wir da sehen, ist zum einen leider auch ein gesellschaftliches Phänomen, dass die Hemmschwelle gerade bei Gewalt sich leider nach unten bewegt hat und wir auch nicht alleine mit der Frage dann kommen können, da bin ich völlig dabei, zu sagen, wir brauchen hier eine Kampagne oder eine Imagegeschichte, sondern es muss ein umfassendes Konzept sein. Das geht schon los in der Frage, wer hat welche Verantwortung am Bahnhof? Die ist ja geteilt. Da ist einmal die Bundespolizei, dann ist unser Sicherheitsbereich, dann ist die örtliche Polizei. Vor dem Bahnhof ist wieder eine andere Zuständigkeit. Heute ist zum Beispiel die Situation gegeben, dass die untereinander gar nicht wirklich kommunizieren können, weil es unterschiedliche Kommunikationssysteme gibt. Es geht um Ausbildung, es geht um die Frage der Ausstattung. Also ich habe beispielsweise sehr wenig Verständnis dafür, wenn Aufgabenträger, also die Länder, Regioverkehre ausschreiben ohne Sicherheitsleistung. Ich kann Ihnen da aus meinem praktischen Leben das berichten, zu was das führt. Ich fahre regelmäßig zwischen Köln und Koblenz mit der Regionalbahn. Das ist eine Strecke, die ohne Zugbegleitung ausgeschrieben wurde. Ja, da gibt es viele, die gewöhnen sich daran, dass hier nicht kontrolliert wird.
Und gibt es dann auch welche, die kaufen sich mal keine Fahrkarte. Und dann kommt da einmal, und in den letzten ein, dreiviertel Jahren, wo ich gefahren bin, gab es zweimal eine Kontrolle. Und da kann ich Ihnen sagen, was da passiert, wenn dann da viele einfach keine Fahrkarte haben. Und die Kollegin oder der Kollege kommt da. Und da sind leider Situationen, das gehört auch dazu, dass eben keine, aus meiner Sicht, keine Ausschreibung stattfinden darf, ohne auch eine entsprechende Zugbegleitung. Weil das sind dann am Ende die Auswirkungen, die wir dann sehen. Also es ist ein vielschichtiges Thema, ja, bis hin zur Frage der Qualifizierung, bis hin zur Frage, wie viele Leute setzen wir ein und machen wir das auch mit eigenen Beschäftigten. Und da haben wir jetzt ein umfassendes Konzept verabschiedet, auch im Vorstand verabschiedet. Und das ist sicherlich ein Handlungsfeld, wo aber alle Beteiligten auch ihren Beitrag leisten müssen. Aber in der Analyse, dass wir hier ein Thema haben, da bin ich nicht auseinander mit Herrn Wieselski, aber da müssen wir mehr tun. Und das ist auch ein Punkt, wo alle Beteiligten gefordert sind. Okay. Herr Weber-Wernd, Sie hatten mir vorher ein Zeichen gegeben, dass Sie was sagen wollten. Jetzt sind wir aber schon ein bisschen fortgeschritten. Ich weiß nicht, ob es noch passt. Das passt sehr gut, weil Sie gefragt hatten, na, wie viel Personale werden denn jetzt eigentlich gesucht im Bereich der Triebfahrzeugführer? Ich habe das Vergnügen, in dieser Arbeitsgruppe 6 Fachkräfte beim BMVI mitzuarbeiten. Und dort haben wir vor einigen Wochen das auch als Sofortmaßnahme, als eine Sofortmaßnahme kreiert. Da haben wir gesagt, also neben der Deutschen Bahn mit ihren Gesellschaften haben wir natürlich die ganzen anderen Wettbewerbsbahnen. Wir haben den Schienengüterverkehr und wir haben für 2020 mal so roundabout einen Bedarf von 3.000 Triebfahrzeugführern entwickelt und geschätzt. Das sind, wie gesagt, alle Schätzungen. Das sind, aber es ist durchaus eine valide Sache und ich denke mir, sowas ist ja, soweit ich weiß, gestern auch im Lenkungskreis irgendwo diskutiert worden. Das Zukunftsbündnis Schiene. Ich will den Blick aber noch mal ein bisschen weiten, weil ich glaube, das ist wichtig. Es ist völlig unstrittig, dass Personal heutzutage und nicht nur in unserer Branche ein strategisch absolut kritischer Faktor ist. Ja? Aber das, was wir vor ein paar Jahren schon mal im Bereich der Infrastruktur hatten, ist natürlich auch was total Kritisches, gerade für die, ja nicht nur für die Eisenbahn, sondern auch für den öffentlichen Personennahverkehr beispielsweise. Da gibt es ja nun eine Reihe von sag ich mal, Finanzierungszusagen für die nächsten Jahre. Das ist ausgesprochen positiv. Jetzt stellen Sie sich nur mal eine Situation vor, da wird gebaut, da muss gebaut werden, aber Sie kriegen die Personen nicht, die Beschäftigten, die in der Lage sind, in den Unternehmen sozusagen diese Aufgaben auch tatsächlich zu erledigen. Mhm. Und diese Situationen gibt es. Ja. Und das ist natürlich dann ausgesprochen kritisch. Der demografische Wandel, weil die Veranstaltung steht ja auch unter diesem Stichwort, ist ja nur ein Aspekt. Ich komme eigentlich aus dem öffentlichen Personennahverkehr und habe über 15 Jahre lang in einem großen Nahverkehrsunternehmen gearbeitet. In den 90er Jahren und in den Nullerjahren. Und ich kann Ihnen sagen, es hat mindestens 2 Restrukturierungsphasen gegeben. Ja, damals haben wir nicht von Wachstum geredet, damals haben wir von Rückbau geredet. Abbau von Personalen. In den 90er Jahren hat es vor allen Dingen die betrieblichen Bereiche inklusive die Fahrdienstbeschäftigten betroffen. In den Nullerjahren waren dann die Infrastrukturbereiche dran und ein wenig auch die sogenannten Verwaltungsbereiche, also kaufmännischen Dienstleistungen. Hm. Wenn Sie das mal heute zurück betrachten, dann kriegen Sie vielleicht ein Gefühl dafür, was es bedeutet, über fast 20 Jahre lang keine aktive Personalgewinnung zu machen. Das heißt, uns fehlt eine ganze Generation von Beschäftigten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ich glaube, im Eisenbahnbereich ist es möglicherweise ja ähnlich. Ja? Da hilft auch nicht, dass wir in der gesamten Branche des öffentlichen Verkehrs, und das finde ich wirklich, das finde ich auch bemerkenswert, eine betriebliche Ausbildungsquote von über 70% haben. Wenn Sie die Branchen, die überbetriebliche Ausbildungsquote in Deutschland liegt mittlerweile unter 20%. Das heißt, wir tun extrem viel für die Berufsausbildung, offenbar reicht es aber noch nicht. Mhm. Dankeschön. Ja, es ist ja tatsächlich so, selbst wenn man jetzt sagt, man bräuchte 5.000, heißt das ja nicht, dass man auch 5.000 bekommt. Also der Markt ist grundsätzlich sowieso sehr schwierig. Ich würde aber gerne nochmal, weil Sie auch das Thema Übergriffe angesprochen hatten, weil das natürlich sich auch auf die Attraktivität des Berufes selber auswirkt, hier an die
Politik auch noch mal die Frage richten, wie Sie mit diesem Thema umgehen. Wir hatten das letztes Jahr schon thematisiert gehabt. Das hatte zum Teil ja auch auf politischer Seite ein bisschen für Überraschung gesorgt. Jetzt hat es sich aber im Jahr darauf bei der Umfrage noch mal verstärkt. Was wurde denn getan? Gerne, beide. Beide. Naja, eigentlich war ja der Minister angekündigt, ja, und dann wären zwei aus der Politik, aber er hätte ja hier die Chance gehabt, sich mal wieder an eine normale Abgeordnetenarbeit gewöhnen zu können, weil das ja künftig er auch wieder machen kann, aber er ist ja jetzt eigentlich eher Verwaltung als Politik, ja, genau genommen. Okay, ich möchte mal vorweg schicken, Bahn besteht nicht nur aus Mangel oder aus Mangelverwaltung, sondern es gibt bei den Bahnen im Bahnbereich insgesamt 250.000 Arbeitsplätze. Wenn man dann noch dazu rechnet, dass es auch bei den anderen Verkehrsträgern des sogenannten Umweltverbundes natürlich noch viele Arbeitsplätze gibt, dann ist es durchaus eine Summe, wo man sagen muss, diese Branche darf auch selbstbewusst auftreten. Weil wenn es ums Auto geht, dann wird immer sofort auf die Arbeitsplätze bei den Autobauern und bei den Zulieferern verwiesen. Aber ein öffentliches Bewusstsein darüber, welche Bedeutung die Bahn und dann natürlich noch gerne dazugenommen die Busbranche, Fahrrad und so weiter haben, das gibt es überhaupt nicht. Und deswegen tut man sich, glaube ich, auch in dieser Branche ein Stück weit schwer, politisch so ganz ernst genommen zu werden und von der Bedeutung her auch entsprechend in der Gesellschaft wahrgenommen zu werden. So, jetzt haben wir in der Tat natürlich Probleme. Da möchte ich auch noch kurz was vorwegschicken. Der Herr Leister hatte vorhin ganz kurz was zu Berlin und Brandenburg gesagt. Ich glaube, Herr Seiler, die Deutsche Bahn hätte ein größeres Problem, wenn sie nicht Ausschreibungen verloren hätte. Ja, also gerade, ich gucke es mal zu mir, ich komme aus Baden-Württemberg. Als Baden-Württemberg ausgeschrieben hatte, die sogenannten Stuttgarter Netze, da sah das alles so aus, es gibt genug Personal. Die DB-Beschäftigten hatten Angst, ihren Arbeitsplatz zu verlieren. Dann war die Rede, ja, dann wechseln halt die DB-Lokführer vor allem, aber auch Zugbegleiter eben zu den Wettbewerbern, die, wenn die dann die Ausschreibung gewinnen, dann eben künftig die Netze fahren. Und innerhalb dieser 3, 4, 5 Jahre hat sich die Situation kolossal verändert, natürlich auch, weil die Aufgabenträger dank Regionalisierungsmittel mehr bestellt haben, natürlich aber auch, weil bei uns im Süden hat auch die Schweiz abgeworben, die Schweizer Bundesbahn, die zahlen natürlich besser bei allen, in allen Branchen, nicht nur bei der Bahn, und werben Fachkräfte entsprechend ab. Und plötzlich war es so, dass kaum mehr jemand von der DB weggehen musste und auch nicht mehr wollte, sondern die haben dort Angebote bekommen, weil der Mangel auch beim Marktführer so groß wurde oder der Bedarf so groß wurde, und die Wettbewerber mussten plötzlich suchen, mussten plötzlich selber ausbilden, was eigentlich ursprünglich gar nicht in dem Maße vorgesehen gewesen ist. Das heißt, es gibt jetzt einfach mehr Akteure, die auf dem Arbeitsmarkt gucken, und es ist sehr, sehr wichtig, dass da nicht nur sozusagen die Minimalanforderungen, die die Gesetzeslage vorgibt, für die Qualifikation von Lokführern erfüllt wird, sondern dass möglichst viele auch tatsächlich die 3-jährige Ausbildung machen und damit dann noch letztlich flexibel einsetzbarer sind, als wenn sie eben nur so ein paar Monate eine Qualifikation für eine bestimmte Tätigkeit mit einer bestimmten Strecke machen dürfen. So, und jetzt kommt natürlich das Umfeld dazu, das sich in der Tat verschlechtert hat. Diese Gewaltgeschichte, dass heute einfach Leute da sind im Zug, die sich nicht mehr kontrollieren lassen wollen, die provozieren, die nur fordernd da sind, aber nicht sozusagen sehen, dass da jeder seinen Job macht und auch der Fahrgast sozusagen einen Job hat, nämlich den Job hat zu bezahlen und das Ticket vorzuweisen. Mhm. Und wir wissen leider auch, dass an den Bahnhöfen in der Vergangenheit schon mehr Bundespolizei gewesen ist. Da ist viel an der Grenze Bayern-Österreich eingesetzt, anstatt an den Bahnhöfen, was auch eine ganz wichtige und originäre Aufgabe der Bundespolizei ist. Da wird es zwar auch wieder aufgestockt, aber auch die müssen erstmal ausgebildet und qualifiziert werden. Und unser Ziel muss am Ende natürlich sein, da wieder auch im Sicherheitsbereich mehr Personal zu haben, qualifiziertes, und zwar auch Personal, das zumindest in den großen Bahnhöfen rund um die Uhr da ist und auch eine feste Unterkunft hat, also nicht nur ab und zu mal anfährt oder so und dann mal durchläuft, sondern dass da auch fest als Ansprechpartnerin und Ansprechpartner zur Verfügung ist. Da ist manches auf den Weg gebracht, aber noch längst nicht dort, wo man sein muss.
um sowohl für die Fahrgäste, weil die haben natürlich auch die Notwendigkeit, das Gefühl von Sicherheit und objektive Sicherheit zu haben, als auch von den Beschäftigten. Und ich glaube, man muss auch öfter mal reingehen und man kann sich auch mal überlegen, wie konsequent man als Eisenbahnverkehrsunternehmen ist, Leute von der Mitfahrt auszuschließen. Ja, also alkoholisierte Fahrgäste, pöbelnde, randalierende Fahrgäste. Manchmal wird da sicherlich sozusagen verständlich zum Schutz der eigenen Person dann auch mal weggeguckt oder wenn es dann zu laut ist, gar nicht erst reingeguckt. Mhm. Aber natürlich ist es ein Fehler, den ich jetzt niemandem einzeln individuell vorwerfe. Aber wenn man wegguckt, dann entwickelt sich natürlich so eine Szene und so eine Gleichgültigkeit und so eine Anspruchshaltung und dann ist eben niemand da, der diese Leute bremst und ich glaube, das muss häufiger mal sein mit den entsprechenden Konsequenzen. Raus aus dem Zug, dann können sie zu Fuß gehen. Wer sich nicht benimmt, steigt aus. Es ist ein Spiegelbild der Gesellschaft und natürlich kann kein Zugbegleiter dafür verantwortlich sein, das zu lösen und das auch nicht auffangen. Was wünschen Sie sich? Nun, wir müssen unseren Leuten an der Stelle raten, tatsächlich wegzuschauen. Und wir raten ihnen als erstes, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Mhm. Denn Fakt ist doch eins, wenn wir dort Kolleginnen und Kollegen auf dem Zug haben und eine größere Menge, die sich dann gegenseitig hochputscht, das erleben sie selbst im ICE in der ersten Klasse, dass die Menschen sich gegenseitig hochfahren. Zwar das nur stimmt. Verbal. Verbal, nicht tätlich, aber verbal ist die erste Stufe. Mhm. Und da kriegt man eine Tonlage rein, die einfach unanständig ist. Und da ist der Krawattenträger auf immer jemand, der da Forderungen aufmacht, wo die Zugbegleiterin oder der Zugbegleiter fassungslos die Frage stellt, sagen Sie mal, was glauben Sie denn eigentlich, was Sie hier sind? Sie sind Fahrgast. Jetzt kommen wir an einen ganz wunden Punkt. Wenn wir die bewusste und den bewussten Zugbegleiterinnen, Zugbegleiter haben wollen, der das Hausrecht ausübt, dann bitte niemanden, der eine Nahkampfausbildung hat und Selbstverteidigung ausüben muss, sondern dann muss der von allen Bereichen so gestützt werden, dass er diese Funktion auch ausüben kann. Und das beginnt eben bei der Besetzung von Zügen. Und deswegen haben wir im Januar im Tarifvertrag erstmals miteinander vereinbart, eine Norm bei der Besetzung von Zügen und auch eine Qualität derer, die auf den Zügen sind. Weil wir haben diejenigen, die nur betriebswirtschaftlich denken, dabei erwischt, dass sie Fahrgäste in Uniform auf die Züge schicken. Und das muss aufhören. Das gibt es mit uns nicht. Den Menschen vorgaukeln, hier sind 5 Eisenbahnerinnen und Eisenbahner an Bord, aber davon sind 2 angelernt in 2 Monaten, die kriegen gar nichts gebacken. Und ab wann kann man mit Ergebnissen rechnen? Nun, das ist die Frage. Wie lange brauchen wir, um aus dem Tal der Tränen rauszukommen? Herr Seiler, was sagen Sie? Ich habe einen wirklich wichtigen Punkt. Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, es ist schlimmer, als wir glauben. Es beginnt innen. Und wir sind eine offene Gesellschaft und ich habe bestimmt für jeden was übrig, dem geholfen werden muss. Aber ich habe nichts dafür übrig, wenn bestimmte Zustände uns von innen her verändern wollen. Wenn ich erleben muss, dass eine Zugbegleiterin von ihrem eigenen Kollegen, den wir absichtlich und wissentlich eingestellt haben, um ihnen eine Brücke zu bauen, mit den Worten beschimpft wird, du hast mir nichts zu sagen. Weil wir eine andere Kultur plötzlich vorfinden, eine andere Sozialisierung, dann beginnt das innen. Das sind dieselben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist eine kreuzgefährliche Angelegenheit und damit kommen wir an die Grenzen dessen, was die Menschen leisten können. Ja, das heißt, die Kollegin wird außer Gefecht gesetzt. Sie ist diejenige, die Weisungen erteilt und wird nicht für voll genommen. Deswegen interkulturelle Kommunikationsschwierigkeiten. Vielleicht, um darauf noch mal kurz einzugehen, wie gehen Sie das vielleicht auch an? Das haben wir insgesamt in der Gesellschaft und ist ja eigentlich auch was, was man lösen kann. Ja, wir haben jetzt ja mehrere Themenkreise gerade so ein bisschen in der Luft. Die Frage war vom Bedarf und wie kann man da alle beteiligen? Wir haben die Sicherheit, wir haben jetzt die Gesellschaftspolitik. Wenn Sie mich dann schon fragen, dann würde ich da gerne auch zu den Punkten was sagen. Also zum einen, ich bin ja auch Mitglied in der Arbeitsgruppe. Ist es tatsächlich richtig, dass wir da gemeinsam die Einschätzung haben, dass wir branchenweiten Bedarf nächstes Jahr von 3.000 haben? Wenn Sie sich die Zahl der Deutschen Bahn angucken, wir stellen 2.300 im Quereinstieg ein und 700 in der Erstausbildung. Da sind wir allein schon in der Größenordnung unterwegs. Insofern bin ich schon auch der Meinung, Gastler sind wir nicht auseinander, dass da alle, die sich in der Branche tummeln, auch gerne entsprechend beteiligen müssen. Ich habe da eine ganz klare Auffassung zu. Ich finde es schon zumutbar, ganz egal, wer
einen Verkehrsvertrag gewinnt, der dann über 10 oder 15 Jahre ist, dass man auch durchaus als Anforderung formulieren kann in so einem Auftrag, dass da entsprechende Qualifizierung und Ausbildung stattzufinden hat. Und das wäre für mich ein ganz konkreter Punkt, dass man sich verständigt. Ich weiß, es ist Aufgabe der Länder in erster Linie, aber dass man einfach keine Ausschreibung mehr tätigt, ohne dort verbindliche Vorgaben auch zu machen, zu Fragen von Ausbildung und Ausbildungsquoten. Das gehört für mich genauso rein wie, jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, dass dort auch in solchen Ausschreibungen eben Sicherheitsleistungen und Zugbegleitung mit eingekauft wird. Denn wir haben genau dort diese Schwerpunkte. Also wo sind denn die Schwerpunkte? Die Schwerpunkte sind, es sind eigentlich drei Schwerpunkte, wo das Sicherheitsthema relevant ist. Das ist im Regionalverkehr in erster Linie. Und da spielt die Frage Zugbegleitung und Sicherheit eine große Rolle. Und zweitens ist es an den Bahnhöfen selbst, wo wir dann auch nicht nur alleine unterwegs sind, sondern da bin ich eben bei dem Thema Bundespolizei, die ja auch zugegebenermaßen aufgestockt werden soll. Also da bewegt sich ja auch was. Und im dritten Bereich sind wir bei dem ganzen Umfeld Täterstellung, also bei Aufbrüchen von Fahrkartenautomaten, Graffiti und all die Themen. Das sind die drei Schwerpunkte. Und zwei davon, die sind eigentlich unmittelbar auch verknüpft mit der Frage, wo kann ich denn eigentlich was tun in der Frage Besetzung, in der Frage Sicherheit, auch tatsächliche und gefühlte Sicherheit. Und da glaube ich, gibt es entsprechende Ansatzpunkte, wo wir gemeinsam auch was tun können, um eben die Sicherheit für die Fahrgäste, aber auch für unsere Beschäftigten entsprechend nach vorne zu bringen. Herr Leister, wie sehen Sie das? Wie beobachten Sie die Situation? Ich kann ja hier am ehesten die Wettbewerbsbahnen sozusagen vertreten. Sie haben vollkommen recht, Herr Seilert. Aber ich gehe weiter. Das muss in die Ausschreibungen verpflichtend rein als Ausbildungsquote. Und es muss auch im Betreiberwechselfall dann hinterher geregelt werden, was mit den halbgaren Auszubildenden passiert, die erst ein Jahr hinter sich gebracht haben. Nicht? Also heute, die Spielregeln sind ja heute so, Firma B kalkuliert Azubis in ihr Angebot, Firma C macht das nicht und Firma C gewinnt. Das ist das Spiel im Moment, nicht? Das ist Unsinn, das Spiel. Natürlich kostet das die Aufgabenträger Geld. Aber es wäre vielleicht eine Idee, es ist jetzt eine Sofortmaßnahme, Vorschlag für eine Sofortmaßnahme der Arbeitsgruppe 6, die sich nicht an den Bund richtet, aber das könnte man ja auch mal machen nebenbei, dass die Aufgabenträger, die sich bei dem Thema bisher sehr zurückhalten, da aufgefordert werden, keine Ausschreibung mehr ohne Ausbildungsquote. Ich denke, das wäre sinnvoll. Wie man die bei der Bahn berechnet, ist dann noch ein Sonderfall, nicht? Weil sie können natürlich immer eine große Ausbildungsquote nachweisen auf dem Papier, dass die bezogen auch auf diese Region und so weiter gilt. Aber ich denke, das wäre eine ganz wichtige Sache. Und was die Zugbegleitquote angeht, vollkommen richtig, nicht? Zufällig hier Berlin-Brandenburg, da ist jeder Zug besetzt. Aber es gibt Regionen, wo das nicht der Fall ist. Das geht heute nicht mehr. Das ist ja nicht zufällig. Sie waren ja auch eine Zeit lang Vorstand VBB. Herr Weber-Werns hat vor uns von den letzten 20 Jahren gesprochen. Natürlich haben wir dort eine Entwicklung gehabt, wo wir mehr an Geld gespart haben und wo die Besetzungsquote wissentlich in der Ausschreibung nach unten gefahren wurde. Und Herr Kratzer, an der Stelle klare Botschaft. Das ist bereits im Paket der Sofortmaßnahmen drin. Wir haben gestern im Lenkungskreis unter anderem auch beschlossen, dass eine verpflichtende Ausbildungsquote in die Ausschreibungen verankert werden, damit sich niemand mehr der Verantwortung entziehen kann. Da reden wir vor allen Dingen auch eben über die Ausbildung für eine dreijährige Berufsausbildung von jungen Menschen. Und wir wissen hier alle, dass die nächsten Bedarfe und die Probleme, die vor uns stehen, ob demografisch oder die Deckungslücke selber, im überwiegenden Teil mit Funktionsausbildung abgewickelt werden muss, weil die Funktionsausbildung, die stellt auf Menschen ab, die schon eine Berufsausbildung haben, die ihre Schulausbildung schon länger hinter sich haben, die ist natürlich schneller. Während wir einen jungen Menschen 3 Jahre in der Ausbildung haben, kriegen wir eine Funktionsausbildung innerhalb von 12 Monaten, was per se nicht schlecht ist und die Qualität nicht absenkt. Aber das heißt, wir gehen in Zukunft viel stärker in diese Ausbildungsrichtung und wir dürfen die jungen Leute nicht vergessen. Ja. Bevor wir zu viele Fässer parallel wieder aufmachen, Herr Kratze, hätte ich von Ihnen gerne jetzt erstmal eine Stellungnahme zu dem. Ist ja jetzt schon mehrfach angesprochen worden, das Zukunftsbündnis Schiene, was wir haben. Hier sind viele, glaube ich, fast alle hier in einem der verschiedenen Arbeitsgruppen. Und man muss sagen, das Thema Fachkräftepersonal, das haben wir ja nachgeschoben. Das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Zu Beginn der Diskussion im letzten Jahr, als wir dieses Zukunftsbündnis gegründet haben und die Arbeit daran begonnen haben, da war das Thema Fachkräfte eigentlich unterbelichtet. Und ich glaube, relativ schnell am Anfang ist eigentlich herausgekommen,
Da haben wir ein echtes Problem. Wir wollen mehr Verkehr machen. Es ist eben beschrieben worden, die Bahn war früher ein schrumpfender Sektor über Jahrzehnte. Und seit, man kann sagen, etwa seit der Bahnreform, würde ich mal sagen, geht das bergauf. Und jetzt sind eigentlich die Ziele, was wir dort vor uns haben, ja noch anspruchsvoller. Und die Frage Verdoppelung der Reisen bedeutet letztlich auch, da sollen mehr Züge fahren. Und Fernverkehr wie Nahverkehr, beides ist davon betroffen. Und wir haben ja dann sehr schnell erkannt und gesagt, da muss eigentlich gerade bei diesem Thema Fachkräfte, das müssen wir nutzen und in dem Zukunftsbündnis Schiene dann auch tatsächlich mit an Bord nehmen. Da ist der Bund ja im Grunde nur indirekt Player. Das ist eine Frage, wie gehen die Eisenbahnverkehrsunternehmen damit um, wer ist, welche Aktivitäten werden gemacht, was die Ausbildung angeht. Und es ist eingangs von Ihnen, Herr Seiler, ja richtig angesprochen worden, die Frage des Personaleinsatzes ist auch ein Thema. Das spielt da nicht so eine Rolle, aber jeder, der mal Bahnen fährt und häufiger fährt, der merkt, es ist vieles auch, was man an Störungen erlebt. Ich bin mal über eine Stunde im ICE stehen geblieben, weil es hieß, jetzt warten wir auf einen neuen Lokführer. Das war dann schon sehr ernüchternd. Das ist eine Frage des Personaleinsatzes. Sowas gibt es auch. Und das, was wir hier täglich, also in den Sommermonaten hier vielfach erlebt haben, hier gerade im Berlin-Brandenburgischen, ist in der Tat, da fallen ja ganze Linien aus. Da werden ja ganze Linien komplett eingestellt, weil es keine Triebfahrzeugführer gibt für eine bestimmte Zeit, weil Urlaubszeit ist und man das Ganze gar nicht bedienen kann. Das passt natürlich nicht mit dem zusammen, was wir eigentlich wollen. Wir wollen deutlich mehr Verkehr haben und deswegen auch der Appell und ich glaube, die Vorschläge, die dort jetzt in der Arbeitsgruppe auch gemacht wurden, die sind ja sehr zielführend, da muss mehr passieren, da muss man attraktiv werden als Arbeitgeber. Ich glaube, das sind Sie schon alle. Ich glaube, die große Bahn, wenn ich mal so sagen kann, ist, glaube ich, für junge Leute auch ein attraktiver Arbeitgeber und Sie arbeiten ja auch daran. Jetzt, ich würde gerne noch mal darauf zurückkommen, jetzt die Ausbildung selbst und die zwei unterschiedlichen Ausbildungswege, die Sie jetzt auch angesprochen haben. Wie sehen denn da eigentlich die inhaltlichen Standards aus? Frage in die Runde. Wer möchte die Antwort geben? Relativ einfach zu beantworten. Wir haben zum einen junge Menschen, die von der Schule kommen, die eine Erstausbildung gehen. Das heißt, da muss noch vieles an Grundlagen vermittelt werden. Man hat heute in einer modernen Ausbildung ja nicht mehr nur die unmittelbare fachliche Qualifikation, sondern es sind viele Themen drumherum. Mhm. Das ist der eine Weg. Und ich habe vorhin gesagt, wir haben die Ausbildungszahlen, wir haben dieses Jahr im September, um die Zahlen nochmal in den Raum zu stellen, 4.200 Auszubildende an Bord genommen. Das ist eine Rekordzahl. 10% mehr gegenüber dem Vorjahr, 20% gegenüber vor 2 Jahren. Und wie ist die Erfolgsquote? Wie viele schließen die Ausbildung tatsächlich ab? Wir haben eine Erfolgsquote, die Ausbildung abschließen, die sind deutlich über 90%. Und wir haben eine Übernahmequote, das heißt also die, die bei uns auch bleiben wollen. Wir bieten ja jedem auch einen Job an. Das liegt bei etwas mehr wie 3/4. Das ist die aktuelle Zahl. Das heißt, das ist der eine Weg des Zugangs. Der zweite Weg ist, es hat jemand bereits, Herr Weselski hat es gesagt, eine abgeschlossene Ausbildung und macht dann eine Funktionsausbildung obendrauf, beispielsweise als Triebfahrzeugführer. Das heißt, am Ende des Tages sollten beide die gleiche gute Qualifikation haben und die gleiche Qualität liefern. Denn wir haben ja hier es mit einer Personen- oder Güterbeförderung zu tun, die natürlich auch sicher über die Bühne gehen muss. Das heißt, am Ende des Tages muss das auch gleichermaßen sein. Da kommt die Berufserfahrung dazu, ist auch klar. Sowohl jemand, der aus einer Erstausbildung kommt, hat wenig Berufserfahrung, wie der aus der Funktionsausbildung, die gleichermaßen. Das heißt, wir machen beides parallel. Und warum machen wir beides parallel? In der Tat, weil wir damit zum einen mehr Bewerberinnen und Bewerber ansprechen. Also auch Leute, die bereits eine Ausbildung haben, kommen dann zu uns. Das heißt, der Pool dessen ist größer. Und zweitens, weil wir natürlich auch sehen, und auch gerade ich in meiner Analyse gesehen habe, dass wir zügig, relativ schnell auch mehr Leute brauchen. Und deswegen muss ich und werde ich auch, wir werden auch in Zukunft beide Kanäle bedienen. Und wir haben in beiden Kanälen massiv hochgefahren. Im Bereich der Lokführer haben wir die Zahl, was den Quereinstieg angeht, verdoppelt. Und wir haben bei der Erstausbildung die Zahl um 20% erhöht innerhalb von 2 Jahren. Also, dass wir hier an die Kapazitäten dessen gegangen sind und gehen und dass wir da auch die Personalpolitik an der Stelle deutlich verändert haben, ich glaube, das steht außer Frage. Ja, auf die Mitarbeitergewinnung. Will ich nicht bestreiten, Herr Seiler. Eins möchte ich korrigieren. Wenn Sie sagen 4.200 Azubis, dann haben Sie die Zahl Diarra genannt. Die Lokführer werden nie genannt. Aber eine Erfolgsquote von über 90%, ist einfach nicht richtig. Wenn wir uns die Ausbildung von Lokomotivführern anschauen, bei Azubis mag das sein, aber bei Funktionsausbildung Lokführer haben wir eine andere Zahl. Ja.
Also und das muss kalkuliert werden in der Frage der Menge der Einstellung. Aus, weil ich Ihre auch Frage war die Erstausbildung. 70 und 80. Frau Zieger. Das war, ja. Die Frage war, Auszubilden. Sie haben erst ja, Auszubilden. Ja, Auszubilden. Da habe ich nach der Quote. Ist genau. Egal. Nein, wie sehen denn die Zahlen aus? Wir reden über die Auszubildenden, das sind es bei über 90%. Bei der Funktionsausbildung ist es unterschiedlich. Da müssen wir sehr stark in die Region gucken, auch in die unterschiedlichen Geschäftsfelder gucken. Wir haben ja Rego, Cargo und Fernverkehr. Alles über allem sind wir dort bei einer Quote von gut 70%. Ja, das ist auch der Wert, den ich habe. Berechnen Sie das auch ein in Ihre Prognosen, was Sie tatsächlich brauchen? Weil natürlich klingt das immer gut und es ist ja auch lobenswert, wenn Sie Auszubildende gewinnen, andere schaffen das überhaupt gar nicht. Aber wenn eben doch nur 70% abschließen. Der Funktionsausbildung. Das ist richtig, Frau Lühmann. In der Erstausbildung sind es über 90 und in der Funktionsausbildung sind es über 70. Ja, wir machen das mittlerweile. Und insofern, wenn Sie unsere Zahlen angucken, stellen wir mehr ein derzeit, wie über die Fluktuation uns verlassen. Genau aus dem Grunde. Weil wir zum einen sehen, dass wir Nachholbedarf haben. Zweitens, die Überstundenthematik ist angesprochen. Und drittens, das haben Sie kurz gestreift. Wir haben ja was vor in Zukunft. Wir wollen mehr Verkehr auf die Schiene bringen. Und wenn ich mehr Verkehr auf die Schiene bringen will, muss ich am Ende auch einen entsprechenden Vorlauf haben. Denn eines funktioniert in so einem System definitiv nicht. Dass ich sage, ein Jahr trete ich voll auf die Bremse, im nächsten Jahr gebe ich wieder Vollgas und dann gehe ich wieder auf die Bremse. Das funktioniert nicht. Wir brauchen da eine Kontinuität in der Frage der Qualifizierung, der Frage der Ausbildung. Und deswegen haben wir uns ganz klar dazu entschieden, auch das Thema nicht nur kurzfristig, sondern mittellängerfristig anzusehen. Und deswegen planen wir auch entsprechend mit einem Hochlauf. Weil wir natürlich auch wissen, wenn ich mehr Schienenverkehr, Güterverkehr machen will, wenn ich mehr Personen auf die Schiene bringen will, dann muss ich natürlich entsprechend die Zahl hochfahren. Ja. Das ist auch Teil unserer Strategie. Wir werden in der neuen Planung, über die wir gerade aktuell reden, wir reden ja gerade über die neue Planung, auf der Basis jetzt, was politisch verabredet wurde. Sie werden sehen, dass die Zahlen nochmal steigen und eben nicht nur bei den Lokführern. Wir reden auch über Bauingenieure, wir reden über Gleisbauer, wir reden über alle anderen Berufe, die da drumherum hängen. Das darf man nicht vergessen. Und das ist sicherlich Teil, wo wir nach vorne gucken. Und deswegen werden wir auch diese Anstrengung eher verstärken, anstatt sagen wir, zurückzufahren oder auf dem gleichen Niveau zu bleiben. Okay. Herr Weber, das hatte ja vorher auch schon gesagt, dass quasi eine ganze Generation auch verloren gegangen ist. Das heißt, man muss dieses Thema auch nachhaltig und vorausschauend angehen. Jetzt würde ich aber von Ihnen gerne mal eine Einschätzung bekommen, wie Sie das sehen. Sie sind ja auch nah dran an den Menschen und Personen, die ausgebildet werden, die sich weiterbilden. Wie schätzen Sie tatsächlich das ein, was mitgebracht wird und dann auch mit rausgenommen werden? Wo sagen Sie, sind auch noch Stellschrauben, um das Ganze vielleicht ein bisschen mehr anzuschieben? Also ich fange mal an mit der nationalen Weiterbildungsstrategie. Die gibt es ja seit Juni diesen Jahres von der Bundesregierung. Und da stehen zwei wunderbare Ziele drin. Nämlich einmal Bedeutungsgewinn, Aufwertung der Berufsausbildung oder der beruflichen Bildung generell. Berufliche Bildung ist ja nicht nur Berufsausbildung, sondern auch berufliche Weiterbildung. Und das zweite ist Modernisierung der beruflichen Bildung. Da kommen dann noch so Sachen wie digitales Lernen und alle möglichen anderen Dinge. Das heißt, wenn wir uns heute den Bahnsektor angucken, das ist ja gesagt worden, welche Ausbildungsvarianten gibt es im Bereich der Bahnberufe bzw. der Triebfahrzeugführer. Ich bin ein großer Fan des Prinzips der Beruflichkeit, weil Beruflichkeit ist etwas, wo Sie Beschäftigungsfähigkeit herstellen können. Und glauben Sie mir, es macht schon einen Unterschied in der Zeitperspektive, ob Sie einen Eisenbahner oder eine Eisenbahnerin im Betriebsdienst nachher auf die Lok setzen oder ob Sie jemanden auf die Lok setzen, der eine Funktionsausbildung hatte. Ich finde das ausgesprochen und kann das nur unterstützen, was Herr Seiler gesagt hat. Kontinuität, zu sagen, auch in der Personalgewinnung, auch im Bereich der Fahrdienste. Warum brauchen wir das? Weil wir natürlich in der Strategie schon die Perspektive haben sollten, auch diejenigen, die heute und in den vergangenen Jahren als Quereinsteiger in die Funktionsausbildung gekommen sind, nachzuqualifizieren. Das heißt, denen die Option zu ermöglichen, auch eine richtige Berufsausbildung zu machen.
Und zwar völlig unabhängig davon, ob das Triebfahrzeugführer sind, die schon einen irgendwie artfremden oder fachfremden Beruf hatten oder haben, oder ob das Menschen sind, ich glaube im Eisenbahnbereich werden die gar nicht eingestellt, aber im ÖPNV ist das so, die noch gar keine Berufsausbildung haben, auch keine fachfremde. So schwierig ist mittlerweile die Personalsituation, dass die Leute ohne Berufsabschluss, zum Teil ohne Schulabschluss, so qualifizieren, dass sie mit Bus und Bahn fahren können. Das sind dann gute Leute. Das sind wirklich gute Leute. Aber es entspricht eigentlich nicht dem Prinzip, sage ich mal, der klassischen beruflichen Bildung. Und da bin ich ein Fan von. Deswegen glaube ich, ist das ein Prinzip, an dem wir uns auch in der künftigen Diskussion darüber, was wollen wir eigentlich, wo wollen wir hin, ja, mit unserer beruflichen Aus- und Weiterbildung orientieren sollten. Mhm. Herr Wessel, jetzt für die Rahmenbedingungen, dass die schwierig sind und dass man jetzt natürlich am liebsten nur Hochqualifizierte hätte, aber dass der Markt einfach auch nicht mehr hergibt. Haben Sie dafür denn auch Verständnis? Wir kommen so langsam in den Teil, wo wir nach Lösungen unterwegs sind. Und ich finde die Ausführungen von Herrn Weber-Werns, die wir ja auch teilweise strittig, aber sehr intensiv diskutieren in dieser Arbeitsgruppe und unserer Unterarbeitsgruppe der Eisenbahnverkehrsunternehmen, Herr Seiler ist mit dabei, die Wettbewerbsunternehmen sind beteiligt und wir kommen dann anschließend auf die Politik zu und sagen, die Berufsausbildung des Eisenbahners im Betriebsdienst muss aus unserer Sicht sehr stark verbessert werden und muss zukunftsorientierter angepasst werden. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Wir sind absolut einer Meinung, dass wir im Nachhinein diese von Herrn Weber-Werns genannte Beruflichkeit herstellen, indem wir die Menschen so gut qualifizieren, dass sie auch weiter im Berufsleben alle Schritte mitmachen können. Sonst haben wir Jobber, die uns ausfallen, wenn der nächste technische Schritt kommt. Wir haben heute Lokomotivführer, die haben auf einer Dampflokomotive begonnen und die steigen am Ende ihres Berufslebens von einem ICE ab und sind auch ETCS Level 2 gefahren. Das haben wir also geschafft, weil wir einen Berufsstand haben, der lebenslanges Lernen kennt. Aber wir müssen beachten, dass in den letzten Jahren die Qualität an der Stelle nicht gehalten werden konnte. Wir sind in eine Senke geraten, wir haben es geschafft, da wieder rauszukommen und müssen jetzt alles tun, auch unter Beteiligung des Ministeriums, um diese Beruflichkeit zu stärken. Und da werden wir eher zum ersten Mal als Branche, als Sektor Eisenbahn zusammen mit einer Stimme sprechen und nach Fördermitteln rufen. Wir haben auch die Ausbildung der Lokomotivführer mit Fördermitteln jetzt in den Sofortmaßnahmen versehen, weil wir den Bedarf sonst nie gedeckt bekommen. Ich würde auch gerne mal auf die Zahlen kommen, die wir allen Beteiligten im Vorfeld auch zukommen lassen haben. Ich will nicht darüber diskutieren, ob unsere Annahmen zu 100% richtig sind, aber wenn man sich die Zahlen anschaut, wir haben 30.000 Lokführer im Markt. Wir wissen, dass 11.000 in den nächsten 10 Jahren uns verlassen. Nach jetzigem Stand wissen wir auch, dass wir diese 11.000 zu ersetzen haben. Völlig unstrittig. Und jetzt kann man unterschiedlich rangehen. Wir haben es nie unter die Überschrift gestellt, wenn wir den Verkehr verdoppeln, brauchen wir auch doppelt so viel Lokomotivführer. Das wäre falsch. Man kann jetzt sagen, wir brauchen halb so viel wie im Markt sind nochmal dazu. Da wären es 15.000. Wenn wir sagen, wir brauchen bloß ein Drittel mehr Lokführer, weil wir andere Züge verwenden, weil wir eine höhere Taktdichte haben, weil wir anders die Qualität des Verkehrs erhöhen, dann sind das schlussendlich trotzdem weitere 10.000 Lokführer. Und das erschreckt mich. Und zwar in den nächsten 10 Jahren. Und nicht schön in Scheiben jedes Jahr. Man könnte sagen, 21.000 sind zusammen, also jedes Jahr 2.100 werden die ausgebildet. Nein, nach dem, was wir so sehen, und da brauchen wir auch den Konsens über alle Beteiligten, werden wir in den ersten 5 Jahren jetzt diesen Bedarf noch gar nicht so haben. Wir werden nur die Abgänge decken müssen. Aber dann, wenn die Verbesserung aus Herrn Leisters Lebenswerk Deutschland tagt, wenn die Verbesserungen aus mehr Güterverkehr kommen, wenn wir mehr Nahverkehr fahren wollen, was alle Beteiligten für richtig erachten, dann kommt in einer Art Stoß der Mehrverkehr ab dem 4., 5., 6. Jahr und dann kommen ganz andere Zahlen auf den Tisch. Und da werben wir heute schon dafür, dass wir einen langen Blick haben. An der Stelle gar keine Differenzen. Ein langer Blick heißt auch langen Atem, Ausbildungskapazitäten jetzt höher fahren, als sie aktuell gebraucht werden, mit dem Blick auf die nächsten Jahre. Und wir sind anhand der Fachkräftesituation ein Stück weit ernüchtert
und werben darum, zu einem Konsens zu gelangen, wie wir gemeinsam auf den Markt gehen können, um die Berufe zu bewerben und sie tatsächlich als attraktiv und wünschenswert wieder in die Zukunft in den Markt zu stellen. Mhm. Wenn wir den Schulterschluss nicht hinkriegen, sehe ich alle bestrebt einzustellen und trotzdem, die jungen Menschen werden uns eher nicht so folgen, wegen verschiedenen Aussagen im Markt und. Auf die Rekrutierung kommen wir jetzt gleich. Ich möchte erst noch mal Herr Leister das Wort geben und dann auch von Ihnen noch mal erfahren, wie Sie über Fördermittel das auch mehr fördern können. Ja, vor anderthalb Jahren wurde ja schon verkündet, Verdoppelung des Personenverkehrs bis 2030, Deutschlandtakt als Grundgerüst dazu. Dann hieß es zunächst mal in der Branche, Skepsis, das Geld ist ja gar nicht da, um die Strecken zu bauen. Es sieht jetzt fast so aus, als sei das inzwischen auf gutem Wege, nicht? Es kommen fast jeden Tag jetzt gute Nachrichten, dass es mehr Geld gibt. Und wenn das Planungsrecht auch noch geändert wird, dann könnte das ja sogar wahr werden. Aber dann brauchen wir Leute, nicht? Nicht doppelt so viel, weil nicht doppelt so viel Lokführer wie im alten Fahrplan. Klar, wir haben längere Züge im Güterverkehr, 740 Meter im Personenverkehr können wir auch viele Züge verlängern, aber das geht irgendwo an die Grenze. Und wir müssen uns wirklich auch Gedanken machen, wo nehmen wir so viele Bewerber überhaupt her. Wir sind jetzt hier lauter ältere Herren, aber es gibt ja noch die bessere Hälfte der Menschheit und die sehr brauchen gut, wir Sie das auch ansprechen. Noch. Das hatte ich nämlich an, noch. Ja. Und da fehlen auch noch Voraussetzungen, sage ich mal. Gerade im Lokführerberuf, der ist nicht so toll attraktiv, denn zwischen der Lok und dem ersten Wagen vor Abfahrt sein Geschäft zu verrichten, das geht halt bei der anderen Hälfte nicht so praktisch. Und nicht jeder Zug ist ein Reisezug mit, oder Reisezug mit Toilette, auch nicht jeder Reisezug hat eine Toilette. Und wir müssen da ein bisschen Vorkehrungen treffen, nicht? Mhm. Da, wo Personalwechsel stattfindet, müssen Toiletten hin, und zwar für zwei Geschlechter. Das ist heute nicht da, an vielen Stellen, im Güterverkehr zum Beispiel, weil man sagt, naja, die machen das schon irgendwo. Sehr schön, dass Sie das angesprochen haben. Komme ich auch gleich drauf zurück. Ich würde trotzdem gerne hier nochmal den Punkt haben, Fördermittel für die Ausbildung. Ja, also das Thema hatten wir ja in der Tat gestern schon im Lenkungskreis, Schienenbündnis. Da war ich nicht dabei. Das dachte ich mir, ja. Da hatte ja schon unser Staatssekretär Ferlemann schon gesagt, also viele oder alle der Themen, die wir in den Sofortmaßnahmen dort auf dem Tisch liegen hatten, sind unproblematisch. Bei just diesem Punkt wurde ja schon die Hand gehoben und gesagt, wir wissen gar nicht, ob das überhaupt geht. Ob man eine Förderung der Ausbildung mit Bundesmitteln an dieser Stelle sich überhaupt vorstellen kann. Das kann ich jetzt auch gar nicht abschließend beurteilen. Das ist sicherlich nicht einfach. Es ist auch die Frage, ob es an dem Geld liegt. Natürlich, man muss sehen, wir leben in einer Welt, da haben wir im Transportbereich auch an anderen Stellen natürlich Probleme mit dem Nachwuchsgewinnung. Ich gucke jetzt nochmal auf den Straßengüterfernverkehr, die jammern genauso. Wenn man in den normalen ÖPNV geht und an Busfahrer denkt oder U-Bahnfahrer, überall ähnliche Probleme. Das heißt also, die Frage eines attraktiven Arbeitgebers und eines attraktiven Arbeitsplatzes, der auch mit Bedingungen verbunden ist, auch was Arbeitszeiten angeht, was Freizeiten angeht, was das Ganze angeht. Wie attraktiv ist das für junge Menschen, die vielleicht auch eine andere Vorstellung haben, was Berufsleben angeht im Verhältnis zu ihren Freizeitvorstellungen? Ich glaube, da entwickelt sich natürlich schon eine Erwartungshaltung, auf die Arbeitgeber, egal jetzt an welcher Stelle, auch irgendwie eingehen müssen. Ja, da kommen wir auch gerade drauf. Aber es geht jetzt gar nicht nur, also tatsächlich eher um eine Antwort. Weniger um die Fragen, wie es sich entwickelt, sondern wirklich konkrete Ansätze. Sie hatten ja nach dem Geld gefragt. Ja, und ich hatte Ihnen ja gesagt, das kann ich Ihnen jetzt nicht zusagen, ob der Bund jetzt einen Betrag X in die Hand nimmt und nach welchen Kriterien auch immer in einzelne Unternehmen gibt, um Ausbildung zu fördern. Wir nehmen ja im Moment extrem viel Geld in die Hand, für das Thema Schiene. Aber zunächst mal immer auf das bezogen, wofür es auch eine Zuständigkeit gibt des Bundes, nämlich für die Infrastruktur. Und da haben wir jetzt viele Milliarden oben drauf gesattelt. Wir satteln jetzt noch mal drauf bei den Regionalisierungsmitteln. Da geht es auch um sehr viel Geld. Und Regionalisierungsmittel ist letztlich die Quelle, aus der heraus die Länder
auch die Lokführer bezahlen, auch das Zugbegleitpersonal bezahlt. Also die Frage, wenn man dort an dem Geld oben was drauflegt, dann ist, glaube ich, das eher der Weg. Mhm. Damit wird auch die Ausbildung letztlich bezahlt. Das, was bei den Eisenbahnverkehrsunternehmen ankommt, das ist insofern indirekt schon der Fall. Eine direkte Subventionierung, Förderung oder wie auch immer von Ausbildung kann ich mir im Moment jetzt noch nicht vorstellen. Aber die Diskussion ist noch nicht beendet. Für die Ausbildung der Lkw-Fahrer? Die werden doch gefördert. Also irgendwie ist dieses De Minimis-Thema, genau. Altes Thema. Das ist im Grunde aus der Diskussion, als man die Lkw-Maut eingeführt hat, ein Thema, wo es darum ging, inwieweit man deutsche Transportunternehmen ein Stück weit entlastet gegenüber den ausländischen Transportunternehmen. Okay. Da kommt nicht nur die Ausbildung, ich sage immer, das Schönste sind ja, die bezahlen davon auch die Reifen und andere Dinge. Das kennen Sie, Herr Gassel. Ja, also da muss das auch vielleicht noch mal überdacht werden im Sinne der Klimaziele, die sich die Regierung aussetzt. Bitte. Also wenn 10.000 bis 15.000 zusätzliche Stellen notwendig sind, Herr Weselski, die kommen alle zur GDL dann. Da müssten Sie ja der glücklichste Gewerkschaftschef sein. Ich bin das von Haus aus. Das freut mich sehr, das zu hören. Nein, aber jetzt im Ernst. Also es ist natürlich zunächst mal nicht die politische Aufgabe, für die Stellen und fürs Personal zu sorgen, sondern der Staat schreibt aus und vergibt dann im Regionalverkehr und im Fernverkehr sind ja die Eisenbahnverkehrsunternehmen selber zuständig. Aber natürlich gibt es bestimmte Punkte, wo auch eine politische Verantwortung vorhanden ist. Und da gehört genau das dazu, was jetzt kurz angerissen wurde. Der Staat fördert die Qualifikation bei den Lkw, im Lkw-Bereich, Lkw-Speditionsbereich, auch in der im Bereich Binnenschifffahrt. Im Masterplan Schienengüterverkehr war auch festgehalten worden, der Wunsch oder das Ziel, das auch im Eisenbahnbereich zu machen. Offensichtlich ist das nicht geschehen. Der Masterplan ist jetzt etwas über zwei Jahre alt. Und es ist natürlich dann schade, dass dann nicht sozusagen gleiches Recht für alle im Transport- und Verkehrsbereich gilt. Das müsste natürlich gemacht werden. Ja? So, das Zweite ist, ich selber bin im Zivilberuf, bevor ich im Bundestag kam, Personaldienstleister gewesen und deswegen hat mich das auch, als ich dann für die Bahnpolitik zuständig wurde in der Fraktion, sehr interessiert, was eigentlich im Qualifikationsbereich gefördert durch die Bundesagentur für Arbeit gemacht wird. Und da gibt es durchaus auch Arbeitslose, die dann qualifiziert werden als Triebfahrzeugführer und die Erfolgsquote ist aber eine sehr geringe. Am Ende sind es weniger als ein Drittel der Ausgebildeten, die dann tatsächlich fahren. Ja, entweder bestehen sie die Ausbildung nicht, fallen durch die Prüfung durch, oder aber sie haben danach irgendwelche Gründe zu sagen, ich will in diesem Beruf, den ich gelernt habe, nicht arbeiten, bleiben dann weniger als 30% übrig. Und das hat durchaus natürlich mit dem Klientel was zu tun teilweise, aber durchaus auch mit der Auswahl. Ja, man kennt ja diesen Druck, Leute aus der Statistik rauszuholen, damit sie nicht mehr als arbeitslos gelten und eine Erfolgsquote vorweisen zu können. Und wenn dann eben manche während der Ausbildung dann im fünften Monat das erste Mal hören, dass sie Schichtarbeit machen müssten in dem Beruf oder sowas, dann zeugt es halt vielleicht schon davon, dass manchmal für die Statistik und nicht für den tatsächlichen Erfolg gearbeitet wird. Ja. Ich glaube, auch da muss angesetzt werden, auch wenn es nicht die große Lösung ist. Aber wir wollen natürlich auch diesen Leuten eine Chance geben, aber das muss dann für beide Seiten eine faire Chance sein und nicht einfach ein Parken in Maßnahmen, um aus der Statistik zu verschwinden. Das passt an der Stelle absolut. Und Herr Kratzer, Sie wissen auch, dass unsere Zielsetzung gemeinsam diese 50-prozentige Förderung, wo alle beteiligten Eisenbahnverkehrsunternehmen, und ich betone hier Eisenbahnverkehrsunternehmen, diese Förderung erhalten sollen. Wir dürfen uns nie immer gegenseitig vorwerfen, was in der Vergangenheit alles falsch gemacht worden ist. Aber wenn wir ehrlich sind und analysieren, haben wir einen Markt, der 1994 ohne Regeln entlassen worden ist in die Liberalisierung. Und heute sind wir an dem Punkt, wo wir tatsächlich gemeinsam schnell Regeln aufstellen müssen. Und hier sehen wir eine Regel, dass die Förderung nur Eisenbahnverkehrsunternehmen unterhalten und nicht mehr irgendeine Lokvorschule XY, die mit den Fördermitteln von der Bundesagentur für Arbeit uns dann Menschen hinstellen, die zum Schluss auch noch sehr enttäuscht sind, weil sie haben eine Ausbildung gemacht und dann schaffen sie sie nicht. Das heißt also, es fließen Fördermittel nach unserem Verständnis in dieses Segment des Verkehrs hinein falsch.
Und wir würden gern mit Ihnen gemeinsam eine Förderrichtlinie aufstellen, damit auch die Ausbildungskosten transparent werden. Und das ist die Hauptzielrichtung, dass es uns gelingt, diesen Raubbau der Unternehmen untereinander, das Abjagen von Lokomotivführern vom Unternehmen A zum Unternehmen B mit mittlerweile Kopfprämien von 10.000 Euro, das müssen wir beenden. Wir stehen auch bereit, als Tarifvertragspartner dort Regeln aufzustellen, die darauf abstellen, dass der Mensch, wenn er eine Ausbildung dort macht, einen Preis A hat, den der andere Unternehmer gerne ablösen kann, aber nicht für lau. Dem Mann eine Prämie bezahlen, ihn rüberholen und der Unternehmer, der ausgebildet hat, sitzt mit runtergelassenen Hosen da, hat 3 Jahre investiert, um zuzuschauen, wie der Kollege dann verschwindet. Das spreche ich nochmal an, verspreche ich Ihnen, Herr Wieselski. Also gleich noch ich war zurück. Ja gerade dabei zu sagen, die Verantwortung für Personal, ausreichend Personal liegt bei den EVUs, ist klar, aber es gibt auch so kleinere Rollen und Verantwortlichkeiten, die dann bei der Politik zu finden sind. Und da gehört beispielsweise auch dazu, dass bei Ausschreibungen im Regionalverkehr darauf geachtet wird, dass die Netze groß genug sind, damit ein Personalpool entsteht, der sich auch untereinander helfen kann bei Krankheitswellen und so weiter. Also wenn halt dann nachher ein EVU einen Auftrag hat, für das es nachher am Ende nur irgendwie 15 Lokführer braucht, dann ist es natürlich schwierig, wenn da jetzt 2 krank werden, den Verkehr noch aufrecht zu erhalten. Das ist also, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Ich kann auch noch darauf verweisen, in Baden-Württemberg, wo man ja gerade Erfahrungen sammelt mit dem Wettbewerb, der jetzt seit Juni auf der Schiene ist, dass es schwierig ist, für die Unternehmen genügend Personal zu finden, aus den genannten Gründen. Sie gingen ursprünglich davon aus, von der DB kommen dann und die Leute, die schon qualifiziert sind und arbeiten dann halt dort weiter. Das hat nicht funktioniert, weil die DB das Personal selber anderswo braucht. Aber Baden-Württemberg macht jetzt einen eigenen Personalpool an 4 Standorten, jeweils 6 Lokführer ist das Ziel, um die dann den EVUs zur Verfügung zu stellen, die einen Personalmangel haben, aber zu einem sehr hohen Preis, sodass also sozusagen der Druck, selber auszubilden, selber zu qualifizieren, selbst einzustellen, nicht genommen wird, sondern das ist sozusagen die Notlösung, die aber bewusst eben teuer gehalten ist. Und dann finde ich auch noch wichtig, letzter Punkt, dass natürlich die EVUs auch gucken, dass sie attraktiv sind. Da gehören Tarifverträge dazu. Da ist, glaube ich, auch vieles erreicht worden in den letzten Jahren. Vielleicht auch ein bisschen mit dem Problem, Arbeitszeitverkürzung ist häufig gewählt worden. Das erhöht natürlich den Bedarf. Aber was eben auch gerade bei der Deutschen Bahn möglich sein sollte, ist Wohnraum anzubieten. Das ist heute, glaube ich, so häufig das A und O, dass man auch eine Unterkunft anbietet, vielleicht auch vorübergehend. Aber auf jeden Fall ist das ein Anreiz, eine Stelle anzunehmen, wenn mit der Stelle auch mal zumindest fürs erste halbe Jahr oder erste Jahr auch eine Unterkunft gestellt wird. Die Deutsche Bahn hat ja Immobilien, hat da Möglichkeiten, hat Flächen und ich glaube auch da wäre es eine gute Investition, da reinzugehen und eben zur Stelle auch einen entsprechenden Wohnraum anzubieten. Welche Anreize die Bahn tatsächlich stellt, darauf komme ich auch gleich noch zurück, das wird dann die Frage an Sie sein. Aber Herr Weber-Werns, Sie wollten vorher noch was einfügen, da haben Sie mir ein Zeichen gegeben. Da ging es noch um Ausbildung. Ja, vielleicht 2 Dinge, also Ich finde, dass diese Strategie, die Baden-Württemberg fährt mit diesen Triebfahrzeugführerpools, ich bin mal sehr gespannt, welchen Erfolg das hat. Lassen wir uns mal alle überraschen. Ist sicherlich mal etwas, was man ausprobieren kann. Ja. Ne? Schauen wir einfach mal. Ist das immer einfach, das im Vorfeld kaputt zu reden, aber wir gucken einfach mal, was da rauskommt. Nein, ich wollte noch auf einen Punkt hin, der ja gerade besprochen worden ist, nämlich das Thema, wer wird eigentlich gefördert? Und mich hat sehr erschreckt, als ich sozusagen im Nachklang zu dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz den Referentenentwurf zur Beschäftigungsverordnung aus dem Bundesarbeitsministerium gelesen habe, weil da gibt es jetzt einen neuen Paragraphen 24a und der rekurriert ausschließlich auf den Güterkraftverkehr. Das heißt, dort werden Maßnahmen gefördert, die sozusagen Beschäftigte qualifizieren aus Drittstaaten für den Bereich des Güterkraftverkehrs. Neben dem Binnenschiffer, der in § 24 drin ist. Und da habe ich mir gedacht, wir reden von Verkehrswende, wir reden davon, mehr Güter von der Straße auf die Schiene zu bekommen. Und dann gibt es eine Beschäftigungsverordnung, die sich eigentlich, ich sage das mal ganz bewusst auch so, eigentlich gegen den Geist des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes stellt, weil im Fachkräfteeinwanderungsgesetz steht drin, das Thema Mangelberuf, Engpassberuf ist kein Kriterium mehr
für die Förderung von Menschen aus Drittländern, also nicht EU-Ländern, um die hier zu qualifizieren. Das ist mir an der Stelle wirklich schleierhaft. Und wir haben eine entsprechende Stellungnahme dazu abgegeben. Ich bin allerdings pessimistisch, dass das wirklich noch reinkommt. Also da müssen wir einfach mal sehen. Ich würde jetzt gerne auf das Thema Mitarbeitergewinnung kommen, nochmal im Hinblick auf die Zeit. Herr Leister, was würden Sie dann sagen? Wie attraktiv ist dieser Beruf heutzutage in der Gesellschaft? Und gleichzeitig, wie attraktiv sind die Arbeitgeber? Ist eine weite Frage. Ja, ich muss an der Stelle natürlich auf das gigantische Eigentor zu sprechen kommen, dass der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, der vorherige, nicht der jetzige, da geschossen hat, indem er gesagt hat, in ein paar Jahren gibt es gar keine Lokführer mehr. Mhm. Nicht? Wir fahren die Züge alle automatisch. Ja. Ich meine, hier im Saal braucht man das nicht erläutern. Wir haben noch einen Livestream. Ich weiß auch nicht, ob wir Journalisten haben. Vielleicht räumen wir mit diesem Vorurteil auf. In einem gewachsenen Bahnsystem, wo nicht überall entlang der Strecke ein Fluchtweg vorhanden ist, muss in jedem Reisezug auf jeden Fall ein die Eisenbahner sagen Betriebsbeamter an Bord sein, also jemand, der weiß, was zu tun ist, wenn was passiert. Und so jemand nennt man Triebfahrzeugführer, man kann ihn vielleicht auch anders benennen, aber er hat die gleiche Qualifikation mindestens. Also das ist Quatsch. Man kann vielleicht in Werkstätten oder in Depots die Züge automatisch fahren, wenn keiner drin ist. Das ist auch noch Zukunftsmusik, aber das geht vielleicht. Aber wir brauchen massiv mehr Lokomotivführer, Triebfahrzeugführer, wie immer man die Damen und Herren nennt. Und ob der Zug dann teilweise automatisch fährt, was er ja mit ETCS oder LZB sowieso eigentlich ja schon macht, heute schon, und Stand der Technik 1964, LZB ist so alt schon, deshalb muss trotzdem einer da sitzen. Ab welchem Jahr, nur um das abzuschließen, ab welchem Jahr wäre es realistisch, dass wir autonomes Fahren haben? Was sagen Sie? Also man muss jemand an Bord haben. Insofern haben ist es völlig unrealistisch, dass man ohne Lokführer auskommt im Personenverkehr. Also wenn, im Güterverkehr traue ich mir nicht zu. Aber ab wann? Ab wann ist das der Fall? Sagen Sie Prognose in die Zukunft? Also die Züge, die mit ETCS fahren, mit ETCS Level 2, fahren ja quasi automatisch. Die mit LZB fahren seit 1964. Also das ist nicht das Thema, automatisch zu fahren. Es muss jemand an Bord sein, der das Fahrzeug bedienen kann. Okay. Also Leister, ich weiß ja, die meinen es gut. Sie sagen aber automatisch fahren. Vielleicht müssen wir sagen, stärker automatisiert fahren. Es gibt ganz große Feinheiten. Automatisch fahren, bei jedem impliziert das, der fährt alleine. Automatisiert fahren ist schon etwas anderes. Autonom fahren war die Begrifflichkeit. Ja. Das meint Herr Leister, findet nicht statt. Autonom heißt ohne Lokführer, ohne Zugbegleiter. Das meint können wir ich. Uns Hat im Personenverkehr. Automatisiert gesagt, war ein Versprecher meinerseits. Also Sie selbst haben immer dafür geworben, ganz präzise zu sein an der Stelle, dass ETCS ein weitestgehend auch ferngesteuertes Fahren ermöglicht, völlig unstrittig, ein Fahren ohne Lokführer, haben wir auch noch gesellschaftspolitisch zu entscheiden, weil die Investitionen für ein wirklich autonomes Fahren mehr als das Doppelte sein müssen, um die Strecken so zu ertüchtigen. Sie wollten eine Zahl, interne Erhebung beim Marktführer Infrastruktur sagen, dass wir 2035 in der Lage sein werden, technisch gesehen sowohl Fahrzeuge als auch die Schiene ausgerüstet zu haben, auf ETCS erstmal. Dann wären wir an dem Punkt, wo wir aus dem Jahr 1964, haben Sie genannt, oder auch 1953, technisch gesehen in einem Zustand sind, der dann dem Stand der Technik entspricht. Das heißt aber nicht, dass wir dann autonom fahren ohne Lokführer an Bord. Deswegen, und das ist vielleicht die Kunst, wir müssten uns gemeinsam auf eine klare Ausführung verständigen, dass auch in den nächsten, und jetzt wird es schon spannend, wenn man versucht, eine Zahl herauszulocken, also mir ist es bisher gelungen, die nächsten 10, die nächsten 15, sogar 20 Jahre schon als Linie auszugeben. Das reicht aber für einen jungen Menschen nicht. Wenn wir den jungen Menschen nicht sagen, der Beruf wird sich zwar stark verändern unter den technologischen Veränderungen dieses Landes, dieser Welt, aber dein Beruf als solcher bleibt, dann ist er bereit einzusteigen. Sonst besteigt er keinen Gaul, der schon tot ist. Und das ist die Kunst, jetzt was zu finden und sich auch mal darauf zu verständigen. Wir werden Menschen an Bord haben, die werden eine hohe Qualifizierung haben müssen, höher als wir das heute noch sehen.
weil die Technik einfach fortschreitet. Und das sind Menschen, die wir in die Zukunft hinein brauchen. Ob wir das heute schaffen, weiß ich noch nicht. Wir sind am Arbeiten auf diese gemeinsame Aussage, wo ich dann eben auch Herrn Kratzer, das Ministerium in der Pflicht sehe, die in das Horn mit reinstoßen müssen, weil wir alle gemeinsam nur das aus der Welt bringen, was jemand fahrlässig von sich gegeben hat. Leider ist das so. Herr Seiler. Ich will vielleicht mal eine Vorbemerkung machen, bevor wir uns jetzt so sehr schwarz in schwarz hier, Herr Gassel, Sie haben es zu Beginn gesagt, das ist auch richtig. Wir reden hier über eine Branche, über einen Bereich, der eigentlich viel selbstbewusster hier auftreten kann und auch sollte. Wir alle wollen, dass mehr Personen, mehr Güter auf die Schiene kommen. Wir kriegen jetzt gerade, und das ist gut so, auch eine andere Diskussion, auch mit entsprechender Unterstützung, auch was Geld angeht, um in die Infrastruktur, in Fahrzeuge und in Personal investieren zu können. Also wir sind hier in einer Situation, und ich glaube, die hat sich deutlich verändert im Vergleich von vor 5 oder 10 Jahren, wo es dann eher um Abbau oder Schrumpfen ging, sondern wo wir jetzt eher drum ranken, wie können wir eigentlich den Aufbau bewerkstelligen. Und wie sowohl, machen Sie das? Das erzähle ich Ihnen gleich. Und wie, sowohl in der Frage der Infrastruktur, wie der Fahrzeuge, wie des Personals. Dass wir natürlich alle da in der Pflicht sind und insofern finde ich schon richtig, dass auch der Weg jetzt gegangen wird im Sinne von Ausschreibung, auch die Pflicht aufzuerlegen, dass rekrutiert und das qualifiziert und das Ausbildung stattfindet. Und ich glaube, das gehört auch dann in die Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Pilotthema in Baden-Württemberg läuft. Ich sehe da eher die Unternehmen der Pflicht und das dann mit entsprechenden Rahmenbedingungen, auch mit entsprechenden Regionalisierungsmitteln zu machen. Der Markt ist tatsächlich wirklich umkämpft. Aber wenn man sich mal die Arbeitsmarktsituation anguckt, dann sieht die natürlich heute noch anders aus wie vor ein paar Jahren. Der Arbeitsmarkt ist Bewerbermarkt geworden. Wir haben in verschiedenen Regionen des Landes Vollbeschäftigung. Der Fachkräftemangel nimmt zu und die Fachkräfte, die umworben werden, sind um mehrere Prozent, aktuell um 12% gestiegen. Das heißt, wir müssen uns, wir sind in Konkurrenz mit anderen Branchen, wir sind in Konkurrenz mit anderen Unternehmen und dem muss man sich stellen. Wie machen wir das? Ja. Und da muss ich Ihnen sagen, das sehe ich gar nicht mehr so pessimistisch. Weil es gibt viele, insbesondere junge Leute, und das sind nicht nur die, die klassisch in der Erstausbildung gehen, sondern auch im Ingenieurbereich und im IT-Bereich, die sagen, wir wollen gern zur Deutschen Bahn kommen, denn wir wollen an diesem Wandel, an dieser Veränderung, an der Nachhaltigkeit, am Klima mitarbeiten. Das ist nicht zu unterschätzen, weil die Frage des Sinns, der Sinn der Tätigkeit bei der jüngeren Generation eine viel, viel größere Rolle spielt, wie die Bindewirkung zu einem bestimmten Unternehmen. Absolut, also das heißt, richtig. Da ist eine Riesenchance drin. Ja. So, das heißt, wir müssen die entsprechend auch gut und richtig ansprechen. Und wir tun das, weil heute ist in der Frage, wenn man auf den Bewerbermarkt geht, mit One Size Fits All und mit der klassischen Zeitungsanzeige ist es längst nicht mehr getan. Das heißt, wir müssen gruppenspezifisch in die Bewerbung gehen. Jetzt reden wir hier immer sehr stark nur über die Lokführer. Das ist jetzt bei der GDL nicht ganz so verwerflich. Aber wenn man mal die Eisenbahn insgesamt anguckt, sind noch ein paar andere Tätigkeiten. Um die geht es genauso, wo wir werben müssen. Ob das Bauingenieure sind, ob das Gleisbauer sind, ob das Fahrdienstleiter sind. Ja. Da geht es genauso darum. Das heißt, Sie haben versucht mit einer Wohnwagentour. Ja. Ja, können Sie da ein bisschen mehr darüber erzählen? Das war eine Wohnwagentour, 7 Wochen an 27 Orten durch Deutschland. Genau. Ja. Wohnwagen verbindet man ja jetzt nicht als erstes mit der Deutschen Bahn. Das ist richtig. Deswegen gehen wir innovative Wege. Wir gehen dahin, wo potenzielle Bewerberinnen und Bewerber sind. Mhm. Und dann machen wir unterschiedlichste Aktionen. Wir schieben genauso in einen Bahnhof, wie wir das in Frankfurt, in München, in Köln getan haben, Eisenbahnwaggons, wo dort dann das Bewerbungsgespräch stattfindet. Wir haben diese Jobtour gemacht an 7 Wochen, 27 Städte. Wie ist Ihr Fazit? Sehr gut. Ich kann Ihnen das gar nicht so in Zahlen belegen, weil wir sind mittlerweile durch. Wir haben noch einen Standort und Ende des Monats in Saarbrücken. Mit den anderen sind wir soweit durch. Wir haben in den 7 Wochen über 8000 Bewerbungsgespräche geführt. Mhm. Wir haben unmittelbar... Vor Ort tatsächlich nachgehend? Vor Ort 8000 Gespräche geführt. Ich selbst war in Frankfurt dabei und ich habe echt meinen Augen nicht getraut. Wir haben 11 Uhr da begonnen, um 10 Uhr war eine Schlange von 50 Metern, wo Leute mit ihren Bewerbungsunterlagen standen. Mhm. Also das heißt, es ist auch ein Thema, die Schwelle runterzusetzen, dahin zu gehen, wo die sind, Angebote zu machen. Mhm. Wir haben jetzt 5000 Folgegespräche verabredet, wo wir gesagt haben, das können wir nicht vor Ort jetzt unmittelbar klären, jetzt gehen wir da mal ins Detail. Und wir haben in diesen Gesprächen über 700 Sofortzusagen gemacht für Einstellungszusagen. Und das sind unter anderem, jetzt kommen wir auf die Lokführer zu sprechen, 180
Menschen, die sagen, die in eine Lokführerausbildung entsprechend gehen. Also das heißt, wir müssen innovative Wege gehen, andere Wege gehen, auf die Leute zugehen, dann haben wir auch eine Chance. Beispiel München. Vollbeschäftigung in München, Hauptbahnhof, 2 Tage lang Eisenbahnwaggon reingestellt, da kamen 200 Bewerber. Wir haben 68 vorläufige Einstellungszusagen für Lokführer gegeben. Also das heißt, wir müssen mit anderen innovativen Wegen dann auch dahin gehen, wo die potenzielle Bewerberinnen und Bewerber sind. Das ist ein Maßstab. Um eine Einschätzung zu bekommen, auf 100 offene Lokführerstellen, wie viele Bewerbungen bekommen Sie? Das ist eine unheimlich schwer zu beantwortende Frage, weil wir wirklich Unterschiede haben, große Unterschiede haben zwischen den Regionen. Wir müssen uns natürlich in Süddeutschland ganz anders anstrengen, wie das in anderen Regionen der Fall ist. Ja. Das ist so. Wir haben aber wenn man alle zusammennimmt, national, dann relativiert sich das ja wieder. Da relativiert sich das. Also wir haben, was Lokführer angeht, man kann ungefähr sagen, man braucht die doppelte Anzahl, um dann auch entsprechend einen Einstieg tatsächlich zu finden. Ja, ich hab andere. Ich habe auf 100 offene kommen 25 Bewerber. Das wären nur ein Viertel. Also ich kann Ihnen ja aktuell sagen, ich habe vorhin erwähnt, wir haben 2300, die wir dieses Jahr einstellen wollen. Wir haben Stand Ende September, das sind die aktuellsten Zahlen, die ich habe, über 1800 bereits eingestellt. Das heißt, wir werden die 2300 bis Ende des Jahres schaffen. Und zur ersten Ausbildung habe ich vorhin was gesagt. Aber es ist in dem Bereich, und ich kann Ihnen noch ein paar andere Berufe nennen, dass wir nicht nur über Lokführer sprechen. Wenn ich Gleisbauer suche, ist genauso schwierig. Wenn ich Rangierer suche, ist es schwierig. Wenn ich Wagenmeister suche, ist es schwierig. IT, Digitalisierung, das sind die Themen, wo wir auch tatsächlich zu kämpfen haben und müssen uns tatsächlich anstrengen, genügend Bewerber zu bekommen. Das ist völlig klar. Das war kein schlechtes Stichwort, Herr Gastel, aber... an der Stelle habe ich schon einige Verkehrsminister erleben dürfen und man schreibt ja die Dinge mehr dem dahinterliegenden Apparat zu, als dem jeweilig politisch gerade an der Macht befindlichen Minister. Und deswegen mache ich das hier auch in der Runde so. Was wir in den letzten 2 Jahren erlebt haben, ist eine absolute Veränderung hin zur Eisenbahn. Ich habe nicht mehr dran geglaubt. Ich bin ernüchtert und sage, es sieht besser aus, es wird viel unternommen. Die Verwaltung, es gab nie eine Abteilung Eisenbahn, Herr Kratzer, jetzt gibt es eine Abteilung Eisenbahn, wir waren immer ein bisschen so Stiefkind, das hat sich verändert. Sie sind schon so viele Jahre dabei, dass Sie wissen, was dort alles Positives gelaufen ist. Deswegen schreibe ich das jetzt nicht dem Minister zu, damit mir niemand anhängen kann, dass ich den unterstütze, weil er gerade in der Mautaffäre vor dem Untersuchungsausschuss steht. Das Verkehrsministerium in seiner Verwaltung hat sich verändert und zwar zum Positiven hin für den Sektor Eisenbahn. Ich tue mich immer schwer mit dem Branchenbegriff. Wir sind eine Verkehrsbranche und wir sind ein Sektor davon als Eisenbahnsegment. Deswegen sage ich einfach, wir lernen noch. Wir sind nicht immer einig in den Zielen, auch in den Wegen, die wir beschreiten. Wir müssen an der Stelle schneller und intensiver lernen, um uns tatsächlich schneller zu committen und zu sagen, das sind unsere Zielsetzungen, die werden verfolgt. Und die werden auch dann im politischen Bereich unterstützt, damit wir das erreichen, was überall als Klimaziel genannt wird. Und damit wir, ich setze die tiefste Zahl an, die ist am wahrscheinlichsten, in den nächsten 10 Jahren tatsächlich 21.000 echte Lokomotivführer in diesen Betrieben haben und das schaffen, was vor uns liegt. Nämlich nicht bloß diejenigen, die abgehen, zu ersetzen, sondern darüber hinaus das, was wir an mehr benötigen, in den nächsten Jahren tatsächlich auch einzustellen, vorher auszubilden in hoher Qualität und da ein Stück weit mehr Ordnung im Markt zu schaffen, um den Raubbau zu beenden. Herr Weber-Werns, Sie haben einerseits sich gerade gemeldet, möchte Sie aber auch direkt mit einer Frage konfrontieren. Ich habe mir angeschaut, Sie machen ja selber auch Kampagnen, um quasi für den Beruf auch zu werben. Und Sie hatten eine jetzt beim Personalkongress, wo Sie eine Frau als Testimonial gewählt haben für die Mobilitätsbranche mit dem Titel Das Technikwunder. Sie haben vorher auch schon angesprochen, dass Sie Frauen grundsätzlich auch, oder Sie waren das, Entschuldigung, einer von Ihnen beiden, dass das eben auch noch mal ein Potenzial darstellt. Wie sehen Sie das? Ja klar, ich meine, wer heute das große Potenzial von jungen und auch älteren Frauen nicht im Blickpunkt hat,
wenn es um Personalgewinnung geht. Ja. Der tut sich ja erstens selber keinen Gefallen und zweitens verstößt er natürlich gegen viele, viele Dinge, ja, die wir in den letzten 10 Jahren erarbeitet haben. Deswegen ist es doch völlig normal, Sie reden ja von der Arbeitgeberinitiative sozusagen der Verkehrsunternehmen, die wir da auf die Schiene gesetzt haben. Das ist natürlich eine ganz wichtige Sache, weil all das, was Herr Seiler gesagt hat, muss, und das macht die Deutsche Bahn ja auch schon seit vielen Jahren mit verschiedenen Kampagnen, ja begleitet werden durch ganz gezielte Marketingmaßnahmen. Und ich finde es zum Beispiel völlig richtig, und es geht auch gar nicht anders, in Situationen, wo wir von Bewerbermärkten reden und nicht mehr vom Arbeitgebermarkt, muss ein Unternehmen, wenn es erfolgreich sein will, neben all den Attraktivierungs- und Bindungsfaktoren, die es aufbaut, tatsächlich zu den Menschen hingehen. Das heißt, wir können nicht warten, bis die Leute zu uns kommen, sondern wir müssen zu den Menschen hingehen. Das ist eine Personalmarketingstrategie, die haben Sie exzellent gemacht bei der Deutschen Bahn, im ÖPNV, München beispielsweise, Bewerbertrams. Ja, die sind eine ganze Woche mit ihrer Tram durch München gefahren, mit exzellentem Erfolg, quer durch alle Berufsbilder. Das sind solche Maßnahmen, die können wir ja auch machen, weil wir Fahrzeuge haben, weil wir die Infrastruktur haben. Ich finde das völlig faszinierend, was da ab. Ich möchte aber einen Punkt, weil der mir wirklich wichtig ist, nochmal betonen. Die Gesellschaft für Konsumforschung in Nürnberg macht alle 2 Jahre eine Erhebung deutschlandweit, mittlerweile auch europaweit, zu den vertrauenswürdigsten Berufen. Dort werden Menschen gefragt, welcher Beruf von 32, die vorgegeben sind, ist denn für dich vertrauenswürdig? Und die Fahrdienstbeschäftigten, also der Politiker, die Politiker sag ich jetzt nicht, haben Angst, schlecht abzuschneiden, bei Journalisten sieht es auch nicht so gut aus. Ja, ja, also Tramfahrer, Busfahrer und Lokomotivführer stehen von 32 auf dem 5. Platz. Und das konstant seit 5 Jahren. Aha. Ja? Davor ist nur die Feuerwehrfrau, der Feuerwehrmann, da sind die Sanitäter, die Pflegeberufe und die Ärzte. Am 6. Platz im Übrigen die Polizei. Und wenn Sie das alles mal betrachten, dann sind das fast alles Berufe, die können Sie unter dem Stichwort Daseinsvorsorge subsumieren. Und für mich ist das ein Zeichen dafür, dass wir das Stichwort Daseinsvorsorge, von mir aus nennen Sie es Daseinsvorsorge 2.0, ja, auch mit einem Narrativ belegen müssen. Weil das, was wir tun hier in der Eisenbahnbranche, in der ganzen öffentlichen Verkehrsbranche, ist ja letzten Endes Daseinsvorsorge. Ja, nicht der Güterkraftverkehr und auch nicht der motorisierte Individualverkehr, das, was wir tun, ist Daseinsvorsorge. Und deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass unsere Branche völlig unabhängig vom Geld eine große, große Zukunft hat. Weil wir sind diejenigen, die Mobilität machen und die, glaube ich, auch ein Stück weit Deutschland in den nächsten 30 Jahren sehr stark prägen werden. Herr Wieselski, ich weiß es von Ihnen gar nicht, weil darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie stehen Sie dazu? Sind Frauen noch eine Personengruppe, die man vielleicht mehr aktivieren könnte? Ich meine, man kann hier ja in den Raum schauen. Ich glaube, die eine Person ist Pressesprecherin oder Assistenz von Herrn Seiler, das heißt, sie nicht direkt jetzt quasi aktiv in diesem Bereich. Bei Ihnen weiß ich nicht. Meine Kollegin aus der Bundesleitung, okay, des Deutschen Beamtenbundes, ja, Kirsten Löhmann, und die dritte dort hinten sitzen. Haben wir noch eine. Sind drei, ist die Bundesjugendleiterin der GDL, die in ihrer Funktion Mitglied des Hauptvorstandes ist. Und ja, der ehemalige Männerberuf des Lokomotivführers hat sich verändert. Und wir haben Lokomotivführerinnen und wir können zu jeder Zeit und ohne irgendwelche Hemmnisse weitere Lokomotivführerinnen und auch Zugbegleiterinnen, Bordgastronominnen, Disponentinnen, Ausbildungslokomotivführerinnen können wir einstellen, wollen wir einstellen. Unsere Gewerkschaft hat sich verändert. Wir sind heute bei 30% Mitgliederanteil weiblich. Das war früher überhaupt nicht denkbar. Wir stehen kurz davor, eine Frauenvertretung in der GDL zu implementieren, weil es einfach richtig und notwendig ist, dass auch die Gruppierung eine Stimme innerhalb der Organe bekommt. Von daher
null Einschränkungen und ein herzliches Willkommen an all die jungen Frauen und auch die Älteren, die diese Berufe ergreifen wollen. Ich möchte aber tatsächlich auch darauf aufmerksam machen, dass wir schauen müssen, dass wir sie nicht verbrennen. Und da komme ich auf die junge Frau, die mit 2 Monaten Anlerntätigkeit in den Zug gestellt wird und dann irgendwelche Reisen bändigen soll. Da warne ich vor. Das heißt also, hochqualifizierte, gut ausgebildete, gut bezahlte, motivierte Kolleginnen und Kollegen brauchen wir und dafür sorgen wir auch tariflich, tarifvertraglich. Aber das ist ein Wandel im Herangehen. Nicht Betriebswirtschaftslehre ist die Nummer 1 in der Daseinsvorsorge, sondern wir haben alle gelernt, anders als die Marktwirtschaft sonst funktioniert, wir müssen ein Angebot im Nahverkehr, im Fernverkehr, im Schnellverkehr machen, damit die Menschen diese Angebote annehmen. Sonst sagen wir immer, der Markt reguliert. Hier müssen wir dem Markt ein Stück weit entgegentreten und sagen, nicht der Markt reguliert, nicht der, der am billigsten ist, sondern wir regulieren unter dem Aspekt Klima, unter dem Aspekt Umwelt, regulieren wir eine Verkehrswende und bieten jetzt Produkte an, die die Menschen dann gerne nehmen, Herr Leister, wenn ihr Lebenstraum umgesetzt ist und eine Vertaktung des Verkehrs tatsächlich nicht nur im Fern-, sondern auch mit Güter-, mit Regionalverkehr stattfindet, dann sind wir attraktiv genug, dass die Menschen auch sagen, okay, das Stück, das dann noch fehlt, da gibt es auch neue Ideen dazu und andere Verkehrsmittel. Das hat Herr Seiler ja vorher auch schon gesagt, dass das also diese Sinnhaftigkeit jetzt noch mal transportiert wird. Wir können uns überhaupt nicht erlauben, überhaupt irgendeine Gruppe da auszuschließen oder nicht zu betrachten. Ich weiß nicht, ob die Funktionärschaft der GDL dann repräsentativ ist, wenn wir hier in Zahl gucken. Das ist dann eine andere Geschichte. Wie sprechen wir an? Es geht um Bedingungen. Hat Herr Weselski recht, es geht um Rahmenbedingungen. Es geht um Arbeitsbedingungen, es geht um Angebote, die entsprechend zu machen sind. Und wir haben natürlich auch das Thema der Frauen neben vielen anderen Themen der Vielfalt im Blick. Bei uns ist die Frauenförderung großgeschrieben. Wir haben auch die Frage der Führungsposition unser Ziel eher erreicht, wie wir uns das vorgenommen haben. Das ist gut so. Wir werden nächstes Jahr erneut uns mit dem Thema auseinandersetzen und nochmal ein ambitionierteres Ziel setzen. Also das steht voll im Fokus. Es geht auch um die Rahmenbedingungen. Ein Aspekt habe ich vorhin kurz nicht beantwortet, Herr Gastel. Sie hatten das Thema Wohnraum angesprochen. Mhm. Ich will das deswegen auch als Beispiel, ist nur ein Beispiel. Es geht heute lange nicht mehr um die Frage, was ist der Stundenlohn, sondern es geht um die Einsatzbedingungen. Da spielt Arbeitszeit eine große Rolle, da spielen aber auch andere Themen eine große Rolle, ob das Altersversorgung ist oder auch Wohnraum. Jetzt hat die Deutsche Bahn oder damals die Bundesbahn ja mal über 50.000 Eisenbahnerwohnungen gehabt und da gab es eben eine Phase, aber nicht nur die Bahn alleine, viele anderen haben auch gedacht, das muss man alles verkaufen, auch freie Wirtschaft ist ja überall alles verkauft worden. So, heute, und auch das hat sich total gewandelt, ist das Thema Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum, ein wichtiges Element zur Frage von Rekrutierung, aber auch von Bindung. Sie haben gesagt, die Bahn sollte da mal ein bisschen was tun, kann ich Ihnen gern aktuell sagen, was wir da machen. Das eine ist, ich habe mittlerweile mit allen großen Wohnungsbaugesellschaften Kooperationsverträge abgeschlossen. Das schafft erstmal keine zusätzliche Wohnung, aber das schafft die Möglichkeit, dass wir von freien Wohnungen Kenntnis erhalten und dass, wenn dann Eisenbahnerinnen und Eisenbahner Zuschlag bekommen, keine Kaution bezahlen. Weil die Wohnungsbaugesellschaften sagen, das ist ein ordentlicher Arbeitgeber, der bezahlt ordentlich und der bezahlt pünktlich, also können wir darauf verzichten. Punkt 1. Punkt 2. Wir haben jetzt eine Reihe von Kooperationsverträgen abgeschlossen, wo es darum geht, dass wir exklusive Belegungsrechte haben, wo Investoren, mit denen wir gemeinsam dann Kooperationen machen, beispielsweise in München oder jetzt auch unlängst in Hamburg, wo wir dann exklusiv belegen können. Das führt dazu, ich mache das Beispiel, weil Sie gesagt haben, macht doch auch Angebote für Einsteiger. Wir haben in München 90 Apartments, die wir derzeit für Berufseinsteiger, auch für Auszubildende, für 200 € warm im Monat anbieten. Und es ist in München ein Riesenthema, da kriegen wir auch Anfragen, stimmt das, wenn ihr das da drauf schreibt, oder ist das ein Fake? Stimmt. So, und das Dritte, was wir jetzt machen, und das ist das, was Sie angesprochen haben, wir haben in der Tat noch einige Grundstücke, auch BEV, das Eisenbahnvermögen, einige Grundstücke, da sind wir in konkreten Gesprächen mit Städten, in 10 Bereichen in Deutschland, schwerpunktmäßig momentan in München, wo wir Grundstücke der Bahn bebaubar machen wollen, um dann mit Investoren gemeinsam zu bauen, um am Ende dauerhaft
Werkswohnungen zu generieren, im Übrigen auch mit Unterstützung aus Ihrem Haus, aber auch aus dem Finanzministerium, wo wir genau an diesen Themen arbeiten. Also drei Stoßrichtungen, Wohnbaugesellschaften, Belegungsrechte mit Kooperationspartnern und jetzt aber auch mit Investoren gemeinsam nach Werkswohnungen zu gucken. Da können wir gerne uns mal bilateral unterhalten, weil das ist ein ganz zentrales Element in der Frage auch der Attraktivität. Und das machen ja mittlerweile auch andere, sind auf die Idee gekommen. Die Schweizer Bahn hat, wir haben das auch gerade mit dem Element von Zweitwohnungen, die sie sogar finanzieren. Also das spielt mehr und mehr eine Rolle. Und das ist auch der Punkt. Ich muss Rahmenbedingungen schaffen für Einsatz, für Dinge drumherum, wo ich attraktiv bin. Für Frauen, für Männer, für Arbeitslose, für Jüngere, für Ältere und auch, Herr Weselski, auch für mögliche potenzielle Bewerber im Ausland. Wir rekrutieren auch in Spanien, wir rekrutieren in Rumänien, wir rekrutieren in anderen Bereichen, weil wir es einfach sehen, dass wir das ansonsten nicht gestemmt bekommen. Mhm. Und dem müssen wir uns auch öffnen. Also ja. Das heißt, das Spektrum ist viel, viel breiter. Aber Sie kümmern sich dann schon auch um die interkulturellen Differenzen, um die zu harmonisieren. Absolut. Mhm. Da kann ich auch dazu, wenn Sie fragen, dann kriegen Sie auch Antworten. Wir haben genau das getan, wir haben auch Erfahrungen gesammelt. Also eines ist, glaube ich, mittlerweile auf Erfahrung, dass es gut ist, die Ausbildung und Qualifizierung hier zu machen und dann das zu begleiten, genau zu begleiten mit einer sozialen, interkulturellen Kompetenz. Das machen wir beispielsweise auch gemeinsam mit dem Bahnsozialwerk, aber auch mit dem Arbeitsministerium gemeinsam. Und da kann ich Ihnen auch sagen, das ist sehr intensiv. Dann hat man fast, gerade bei Geflüchteten, eine 1-zu-1-Betreuung. Man müsste viel investieren, um das zum Erfolg zu bringen. Aber der Herausforderung stellen wir uns, weil das letztlich auch ein Beitrag ist, sowohl gesellschaftspolitisch, aber auch wie wir Arbeitskräfte ins Unternehmen bekommen. Ja, da machen wir eine sozial-kulturelle Integration parallel dazu. Okay, gut. Ich würde gerne jetzt mal das Publikum fragen, ob es noch Fragen Ihrerseits gibt, dass wir jetzt die Runde öffnen, um dann abschließend noch mal das Wort an Sie zu übergeben. Haben wir Fragen von Ihnen aus dem Publikum? Ja, bitte. Wenn Sie das Mikro dann bitte teilen würden, denn wir haben dieses fürs Publikum. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Uwe Böhm, GDL. Das Thema der Kooperation ist mal ganz kurz angeschnitten worden bei der Ausbildung. Wir haben in Regensburg eine Stadt, die hatte mal eine große Eisenbahnerfachschule. Und wenn da ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, wir sprachen ja von gendergerechten Berufen, auf der Brücke oben steht, dann sieht die 4, 5 verschiedene Farben von Zügen. Ja, 4, 5 verschiedene Unternehmen. Und wenn der sich mal entscheidet, Mensch, das ist ja ein toller Beruf, ich will mal Lokführer werden, dann findet der diese Eisenbahnfachschule ja gar nicht mehr. Die ist ja abgebaut worden bzw. verkauft worden. Da kann man sagen, das sind unternehmerische Entscheidungen gewesen, die will ich gar nicht bewerten. Ja. Aber Regensburg ist nun mal eine Universitätsstadt, die Arbeitslosigkeit ist bei 2,5%. Und dann sagt er, Mensch, Mutti, ich hätte gerne da Lokführer machen wollen. Und dann erfährt er, dass er das gar nicht mehr in Regensburg machen kann. Dafür muss er eine Stunde mindestens mal nach Nürnberg fahren. Und da sagt der Junge sich, mit einer Stadt mit Arbeitslosigkeit von 2,5%, da mache ich doch vielleicht was anderes, weil Mutti kocht ja mal so schön und wäscht meine Wäsche noch. Da will ich doch gar nicht nach Nürnberg fahren. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Mir geht es ja auch nicht um Regensburg. Aber das wäre doch mal ein Ansatz zu sagen, da machen wir mal Kooperation, auch über unternehmensübergreifend, da fördern wir was. Die Aufgabenträger, die Besteller, bei uns die BEG, ja, die haben auch nur minimale Spielräume, auch den Unternehmen im Wettbewerb dann noch zusätzliches Geld für Innovation oder für weitere Spielräume zu geben. Ja. Das wäre doch mal ein Ansatz zu sagen, da machen wir Kooperation. Sehen Sie da irgendwo einen Ansatz? Und das Zweite, was ich nur ansprechen möchte, ist mal das Thema Wertschätzung, weil das ganz oft hier vorkam. Ja. Da ist hier immer das Verhältnis gewesen, Wertschätzung zwischen Mitarbeiter und Vorgesetzten. Das ist ja die eine Seite der Medaille. Mir ist auch nochmal wichtig, die zweite Seite der Medaille, die Wertschätzung, wenn ich nach Hause komme zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu meinen Nachbarn, zu meinen Kindern und zu meinem Ehepartner, zu sagen, Mensch, ich habe heute einen tollen Job gemacht. Ich werde wertgeschätzt für das, was ich getan habe, sozial wertgeschätzt. Ja. Und dafür brauche ich natürlich, wenn ich einen Zug fahre, einen sauberen Zug, einen pünktlichen Zug, einen Zug, der vollständig ist, einen Zug, wo die Klimaanlage funktioniert, wo die Toiletten gehen. Und da bitte ich Sie, da Gas zu geben. Das soll nicht so lange dauern wie der Deutschlandtakt. Das brauchen wir auch da, wollen wir wertgeschätzt sein. Okay. Das zweite war der Aufruf, wir brauchen ein besseres Image und Ansehen. Das erste, die Frage zu Ausbildungsmöglichkeiten vor Ort. Genau, Förderung von Innovation. Haben Sie an eine bestimmte Person die Frage? Oder? Ja, das kann man sich aufteilen. Politik und Bahn, ja, okay. Sind mit Spielräumen sind. Da bin ich weder noch. Aber an der Stelle, glaube ich, müssen wir tatsächlich mehr Zusammenarbeit generieren. Wir haben die Frage der Ausbildung, die heute bei den
ohne irgendwie das zu kritisieren, bei den Unternehmern liegt, bei den Eisenbahnverkehrsunternehmern, und die am Ende des Tages den Lokomotivführer die Prüfung abnehmen und entscheiden, ob er einer wird oder nicht. Und diese Entscheidungsebene ist da, die ist nicht zu kritisieren erstmal, und an der Stelle macht eben jedes Unternehmen seins. Ich will nicht klug reden, aber wir haben vor vielen Jahren schon eine Initiative ergriffen im Rahmen des Marktführers, die Ausbildung zu zentralisieren und sie in den Markt zu stellen. Und zwar als Non-Profit-Organisation. Wir haben eine gute Infrastruktur, wir haben Fahrsimulatoren an vielen Standorten in diesem Land, wir haben eine umfängliche Infrastruktur für die Ausbildung. Da will ich auch lobend erwähnen, dass der Marktführer an der Stelle intern sich neu aufstellt und neu organisiert, was die Frage einer stärkeren Zentralisierung der Ausbildung betrifft und Nutzung von Synergieeffekten. Aber hier sehen wir eine marktübergreifende Situation. Es kann noch ein paar Lokvorschulen entstehen, aber um eine regionale abzubilden, da müssten wir so viele Unternehmen haben, die auch die Kraft von sich aus haben, die Ausbildung in den einzelnen Regionen tatsächlich abzubilden. Und das sehe ich in dem schmalen Margenmarkt, der aber verordneter Wettbewerb ist, das müssen wir auch ganz klar sagen, das sehe ich eher nicht. Ob es uns gelingt, vom Marktführer her da eine Initiative zu starten, das werden wir sehen. Aber eine Regionalisierung hat einen großen Vorteil, weil die tatsächlich dann auch dort stattfindet und wir nie von allen verlangen, an den Ort zu gehen, wo jetzt momentan aufgrund von 25 Jahren weniger Ausbildung, haben wir natürlich auch eine ausgedünnte Landschaft. Und da ist die Frage des wieder in die Fläche Gehens von entscheidender Bedeutung. Eine Ergänzung noch? Ja, und dann ja die Ergänzung ist Regensburg, da werden Linien ausgeschrieben demnächst, wenn ich richtig informiert bin. Und wenn da drin steht, man muss eine Ausbildungsquote von x Prozent haben, ist ja sehr wahrscheinlich, dass dann einer tatsächlich nach Regensburg geht. Der geht dahin natürlich, wo er am ehesten Bewerber findet und eine gute Voraussetzung hat, dort auszubilden. Dann kann man das regeln. Aber das, die Aufgabenträger müssen das reinschreiben. Von selber gewinnt immer der die geringsten Kosten hat. Das ist halt so. Ich glaube, wir müssen mal ein bisschen noch mal auf den Markt gucken. Wir haben über 400 Eisenbahnverkehrsunternehmen. Ich glaube, da müssen wir einmal drauf gucken, wie viele von denen bilden überhaupt aus. Und da würde ich schon mal auch unterscheiden, Fernverkehr, das sind wir diejenigen, die tatsächlich mehr oder weniger den Markt dominieren, aber im Regionalverkehr hat die Bahn noch einen Marktanteil, der zwischen 65% und 70% liegt. Und beim Cargo-Bereich sieht es nochmal anders aus. Das heißt, wenn wir dann darüber sprechen, müssen wir schon sagen, was ist eigentlich regionalisiert? Und da bin ich völlig bei Ihnen, Herr Leisner. Wir müssen erstmal ein Verständnis bekommen, dass insbesondere, und da reden wir insbesondere über den Regionalverkehr, wenn man es mal genau nimmt, wo ich ja regional dann auch tatsächlich was bündeln kann. Und da bin ich genau bei der Frage, sind wir denn im gemeinsamen Verständnis unterwegs, dass alle, die an diesem Markt teilnehmen wollen, auch gerne sich am Thema Ausbildung beteiligen. Und wenn dem so ist, dann kann ich natürlich eine regionalisierte Betrachtung machen. Aber da braucht es erstmal ein gemeinsames Verständnis, und da bin ich bei Ihnen, Schulterschluss, zwischen der Politik und denjenigen, die die Aufgaben vergeben, und denjenigen, die sie nehmen. Und da muss einfach in der Grundlage, und das ist auch eine ganz klare Positionierung unsererseits, dass eben alle, die entsprechend auch einen Auftrag bekommen, sich auch gerne an dem Thema Ausbildung und Qualifizierung entsprechend beteiligen. Und dann kann ich gucken, was ich regional abbilden kann. Wir innerhalb der Deutschen Bahn haben eines jetzt getan, und es geht in die Richtung. Wir haben zumindest jetzt mal dafür Sorge getragen, dass die Ausbildung innerhalb der Bahn in den Bereichen, wo ich übergreifend ausbilden kann, nämlich in der Grundausbildung von Lokführer, ganz egal, ob die hinter Cargo, Regio oder Fernverkehr fahren, dass wir das stärker bündeln, um das Synergien zu nutzen. Und das kann durchaus so eine gewisse Keimzelle sein, um darüber hinaus was zu machen. Aber das sind eben die Aufgaben, aber ich brauche ein Commitment, dass alle, die an diesem Markt teilnehmen wollen, im Endeffekt sich auch zum Thema Ausbildung und Qualifizierung bekennen müssen. Dass Sie ja auch die Politik angesprochen haben, ich mache es aber sehr kurz. Wenn wir darüber reden, dass wir deutlich mehr Personal brauchen in den nächsten Jahren, mehr ausbilden müssen, dann wird sich das natürlich auch auf die Berufsschulen auswirken müssen. Ich selber habe jetzt das Glück, dass bei mir im Landkreis eine Berufsschule ist mit einer Lokführerausbildung und ich da auch mal hingehe und mir das angucke. Und dann wird aber auch schnell klar, dass es eben bestimmte Anforderungen mit sich bringt. Das heißt, sie brauchen eine bestimmte Anzahl, damit sie überhaupt das anbieten können, weil sie brauchen ja dann auch wieder die Lehrkräfte dafür und sie brauchen übrigens auch die Räumlichkeiten. Also allein die Eisenbahn, also Modelleisenbahn darf man da glaube ich gar nicht sagen, aber sowas Ähnliches ist es ja.
die braucht schon so viel Platz wie hier dieser Saal, ja, und dann da ein Stellwerk noch dazu zu machen, damit die dort hier qualifiziert werden können. Also das heißt, das wird man nicht überall dezentral machen können, aber sicherlich, wenn die Anzahl der Ausbildungsplätze entsprechend erhöht wird, an mehr Orten als bisher, ich würde mir das jedenfalls wünschen. Und zum Thema Wertschätzung noch, das ist natürlich immer schwer zu beantworten, wie man das machen kann. Da kann man ja immer nur für sich selber reden. Und ich gehe ganz bewusst in diese Ausbildungsklassen rein, um denen meine Wertschätzung zu bringen, zu übermitteln. Ja, und zu sagen, ihr habt einen tollen Beruf, einen Beruf mit Zukunft, euch braucht man. Und ich glaube, das ist ganz arg wichtig, weil ja, das hören die halt nicht so oft. Eine Sache, die mir noch kam, ich weiß gar nicht, ob jemand geeignet ist, quasi in ein Mobilitätsunternehmen zu gehen beruflich und dann aber zu sagen, ich möchte aber nur zu Hause bleiben vor Ort, wenn es da auch das Essen gibt. Da stimmt dann vielleicht schon irgendwas nicht. Aber das gibt es wirklich. Sachen gibt es, gut. Eine Frage, wenn Sie vielleicht direkt adressieren könnten, an wen Sie die Frage stellen möchten, in Anbetracht der Zeit. Will ich gerne versuchen. Wolfgang Wiele, Mitglied des Verkehrsausschusses im Bundestag. Mich hat sehr berührt, was ich gehört habe, wie häufig Mitarbeiter im Betriebsdienst solche Dinge erleben, wie dass sie angespuckt werden, beleidigt werden. Da hat es eine Verrohung in der Gesellschaft gegeben, es fehlt Respekt für den öffentlichen Raum. Und da kann man vielleicht das eine oder andere abfangen mit einer, das machen Sie sicher sowieso, psychologisch verstärkten psychologischen Schulung. Auf der anderen Seite kommt man irgendwo sicher zu dem Punkt, wo man sich einfach auch und seine Mitarbeiter schützen muss. Mhm. Wo die Frage nach einem ganz anderen Berufsbild auftaucht, nämlich Sicherheitsmitarbeitern. Was ja nicht nur für die Mitarbeiter im Betriebsdienst ein Thema ist, sondern auch für die Passagiere, die man ja auch in viel höherer Zahl noch für die Bahn gewinnen will. Mhm. Und da stellt sich dann ja die Frage, ist das auch ein Thema, mehr Sicherheitsmitarbeiter zu gewinnen, Sicherheitsdienst, auch mehr Polizei möglicherweise. Und wird das adressiert? Das möchte ich gerne sowohl Herrn Wieselski als auch Herrn Seiler fragen. Wie sehen Sie das als Aufgabe auch der Eisenbahnverkehrsunternehmen oder verstärkt auch des Bundes und der Länder und der Politik? Also Sie meinen jetzt konkret auch Security-Mitarbeiter quasi? Ja. Absolut. Also natürlich geht es in jeweils die verantwortliche Richtung. Aber wenn wir jetzt mal auf die Bahn gucken, wir haben eine eigene Gesellschaft, die DB Sicherheit GmbH, die genau diesen Teil abdeckt, insbesondere natürlich im Bereich Infrastruktur, also auch unter anderem Bahnhöfe. Und wir bauen da Personal auf. Wir bauen auch eigenes Personal zusätzlich auf und wir qualifizieren auch entsprechend. Das heißt, wir können da sicherlich das gesellschaftspolitische Thema nicht lösen, aber wir können mit beitragen, damit die Sicherheit unserer Reisenden, aber auch der Beschäftigten erhöht wird. Ja, klar, das ist ein Thema bei uns und deswegen arbeiten wir natürlich auch eng mit Bundespolizei und BKA und so weiter zusammen. Aber wir haben eine eigene Einheit und die bauen wir tatsächlich aus, sowohl in der Menge, aber auch in der Frage von Qualifizierung und Struktur. Wir machen weder Veranstaltungen zulasten von Berufskolleginnen und Kollegen, noch um irgendwo einen schwarzen Peter hinzuschieben. Und wir haben absolutes Verständnis, wenn die Kollegen der Bundespolizei uns mitteilen, es tut uns leid, wir sind nie in der Lage, an den Einsatzort zu kommen. Wir haben eine sehr abgeschwächte Struktur. Die Entfernungen der einzelnen Polizeistationen sind enorm groß. Wir fahren in der Fläche, wir haben auf manchen Bahnhöfen auch kein Personal mehr. Und dann entwischen uns die Typen, die vorher im Zug Randale gemacht haben. Das heißt, auch die Menge an Bundespolizisten ist nicht ausreichend. Das ist bekannt, das wissen Sie auch aus den Verlautbarungen aus dem Innenministerium heraus. Hier wird es eine ganze Weile dauern. Wir können nicht erwarten, dass jedes Unternehmen eine Security-Abteilung aufbaut. Bei der DB ist das in Richtung Infrastruktur durchaus gerechtfertigt, dass man dort die Security-Abteilung ansiedelt. Wir müssen aber aufpassen, dass wir auch nicht die staatlichen Aufgaben generell aufs Private verlagern. An der Stelle warne ich davor, auch eine Sicherheitskraft hat Grenzen. Also ein Fachmann für Sicherheit, wie er bei der DB-Sicherheit arbeitet, der gut ausgebildet ist, der hat Grenzen, und zwar von unserem Rechtsstaat her gesetzte Grenzen. Er ist kein Vollzugsorgan. Er kann einen Bundespolizisten nicht ersetzen und jemanden festsetzen. Ist jetzt ein bisschen mehrfach setzen, ist aber so von der Begrifflichkeit her. Und an der Stelle haben wir das Problem, dass auch das Zusammenspiel noch nicht so funktioniert, wie es funktionieren müsste. Das kommt als Klage
aus dem Bereich unserer Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, dass wenn sie die Meldung absetzen am Ende des Tages, dort, wo ein Zugriff möglich wäre, dann trotzdem keinen Bundespolizisten vorfinden. Aber nicht, weil die keine Lust haben, sondern weil die am Ende des Tages eben auch an ihren Grenzen angekommen sind. Und das ist etwas, wo wir gemeinsam dafür arbeiten müssen, dass wir dort auch ausreichende Kapazitäten haben und vielleicht auch ein neues Denken aufsetzen, dass wir sagen, wir brauchen mehr Regionalisierung und die Zentralisierung. Sie wissen, wie das in der Vergangenheit gewesen ist. Wir haben immer der Zentralisierung das Wort geredet. Es war immer mit Synergien verbunden. Und am Ende des Tages haben wir nicht bloß die Menschen an die Stellen gezwungen, sondern auch die Personalkörper verkleinert. Die Synergieeffekte waren da. Und jetzt haben wir ein flächendeckendes Eisenbahnnetz und keine flächendeckende Versorgung mit an der Stelle Bundespolizei, die wir dringend brauchen. Die sind in der Zusammenarbeit für uns zwingend. Bitte hier vorne eine Frage. Simon Henrizi, DVZ und Rail Business. Meine Frage an Herrn Seiler. Herr Seiler, Sie sagten, man müsse unterscheiden zwischen Bedarf und Situation bei der Personaldecke. Und Sie berichteten von dem Stellwerk, 7 Stellen besetzt, 2 Krankmeldungen, Stellwerk fällt aus. Kann man denn dann sagen, mit 7 haben Sie genügend Personal, wenn 2 Krankmeldungen, die zumindest in meiner Firma nicht ungewöhnlich sind, auf einmal kommen? Das ist die eine Frage und dann noch eine winzig zweite zum Verständnis. 5-teilige Skala, Konzernbefragung, Mitarbeiterzufriedenheit bei 3,7. Wo liegt die beste Zufriedenheit und wo liegt die niedrigste? Eine winzige Detailnachfrage. Vielleicht zu dem ersten Teil. Ich bin da sehr wohl dabei zu unterscheiden in der Frage des Bedarfs und der Einstellung en gros. Da habe ich, glaube ich, schon sehr eindrücklich deutlich machen können, was wir da leisten und auch in dem Arbeitsmarkt leisten, um entsprechend zu rekrutieren und auch zu qualifizieren. In diesem speziellen Fall, und das jeder einzelne Fall ist natürlich ärgerlich, gab es 2 kurzfristige Krankmeldungen, die eine quasi unmittelbar vor der Schicht und die andere in der Nacht und es war am Wochenende. Dann kann sowas passieren, dass ich dann einfach ein paar Stunden brauche, bis ich Ersatz da habe. Das ist da der Fall gewesen. Das ist total ärgerlich, aber das wird uns auch passieren, wenn wir zu 100% alle Stellen besetzt haben und haben x Vertreter da, weil in so einer Situation das halt eben dann ein paar Stunden braucht. Da braucht es entsprechende, ich habe vorhin gesagt, in Anführungszeichen Notfallpläne, um das möglichst kurz zu halten und dann auch in kurzfristigen Ersatz noch beschaffen zu können. Das ist da die Idee. Also insofern sehr wohl zu unterscheiden zwischen der grundsätzlichen Frage des Personalbedarfs und der Frage des Personaleinsatzes. Zur Frage der Mitarbeiterbefragung. Jetzt sind wir natürlich eine weltweite Mitarbeiterbefragung, wurde da durchgeführt. Wir reden über 300.000 Beschäftigte. Wir reden über 10.000 Organisationseinheiten. Jetzt sehen Sie mir das bitte nach, dass ich jetzt nicht auf Knopfdruck sagen kann, wo weltweit die beste Einheit war. Nee, Entschuldigung, 5 ist das Beste. Entschuldigung, da habe ich Sie jetzt missverstanden. Die Frage ist einfach, 5 ist das Beste. Und ja, 5 ist das Beste und 3, insofern habe ich richtig, dann ist gut, dass Sie nachfragen. Also die 3,7 ist quasi in Richtung der 5, was 5 das Beste ist. Und insofern ist das ein ordentlich gutes Ergebnis für die Struktur und die Größe unseres Konzerns. Ich würde an der Stelle noch ergänzen wollen, die Befragungsergebnisse beim Zugpersonal waren mit Abstand die schlechtesten. Das muss man ganz klar und deutlich auch zum Ausdruck bringen. Sie sind besser geworden, aber bitte? Haben Sie die gleiche Skala? Die Auswertung der Umfrage des Marktführers ergibt an der Stelle natürlich eine Bandbreite. Die 3,7, die Herr Seiler nennt, ist über alle betrachtet. Und wenn man die unterschiedlichen Berufsgruppen betrachtet, kommt man zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Insoweit ist da auch noch viel zu tun, aber nicht querbeet über alle, sondern das muss man wirklich sehr differenziert angehen und das ist auch das, was wir miteinander diskutieren, nämlich gezielt auf einzelne Segmente, auf einzelne Bereiche auch spezielle Maßnahmen. Das bringt uns nichts, wenn wir so tun, dass alle gleich sind. Wir haben spezielle Berufe und die benötigen spezielle Bedarfe. Ob das in der Lebenssituation ist, ob das in der Ausbildung ist oder ob das eben auch in der Frage der Wertschätzung und der Pflege ist. Das ist etwas anderes als ein Verwaltungsjob. Das ist für jeden, der ein Stück weit mal draußen war, vollkommen klar. Vielen Dank. Haben wir noch eine Frage? Ja, bitte. GDL Nordrhein-Westfalen, Sven Schmitte.
und ist weniger eine Frage, sondern auch eher ein Denkanstoß, wenn ich nicht nur hier, sondern in vielen Bereichen, auch auf Betriebsversammlungen, auch bei allen Eisenbahnunternehmen, natürlich das Thema Wertschätzung immer wieder gewälzt wird. Wir müssen mehr wertschätzen, wir müssen den Beruf attraktiver machen. Es gibt Anzeigen draußen auf Tafeln, Werbetafeln, Zeitungen und so weiter. Das ist alles gut. Ich würde aber dazu anregen, das auch dann in die Belegschaften zu tragen. Also nicht nur die, die zu uns kommen müssen und sagen, wir müssen da attraktiv sein, sondern wir haben auch Bestandspersonale. Was wir aber in der Praxis erleben in den letzten 20 Jahren, ist ja, über Lohn haben wir geklärt, Zulagen und so weiter, haben wir die Attraktivität schon gesteigert. Das hat ja der Wettbewerb durch die Liberalisierung im Eisenbahnmarkt erstmal massiv verschlechtert. Wir haben aber immer noch ganz viele Punkte, da haben wir immer noch eine Verschlechterung. Warum müssen Lokomotivführer und Zugbegleiter im Alltag über Betriebsräte, über Gewerkschaften darum streiten, ob sie in einer Pause einen Pausenraum bekommen? Sie haben, Herr Leisner hat es ja vorhin schon mal angesprochen, wir müssen auch mal über Toiletten sprechen. Bei der DB ist das noch ein bisschen anders, da gibt es diese Sozialeinrichtung noch. Bei vielen anderen gibt die nicht, da müssen wir vor Gerichte gehen, das erstreiten. Das ist für die Kollegen wichtig. In anderen Bereichen haben wir das Thema, wenn wir immer schlechtere Planung haben, warum machen fast alle Arbeitgeber und auch die Deutsche Bahn das Thema auf, wenn wir besser planen, warum wollen wir dann keine Wünsche mehr erfüllen? Also wir bringen immer wieder Streit in die Belegschaft über Themen, die wir nicht haben müssen. Da müssen wir eindeutig besser werden. Ja, darf ich noch? Ja. Franziska Putlich, die Bundesjugendleiterin der GDL-Jugend, sowie auch aktive Zugchefin der DB Fernverkehr AG. Herr Seiler, erstmal ein Dankeschön für die Ausführungen zum Wohnraum. Frühere Führungskräfte der DBAG haben O-Ton in Gesprächen mit der GDL-Jugend gesagt, wir sind kein Immobilienunternehmen. Deswegen freuen wir uns sehr über Ihre heutigen Aussagen, dass dort ein Schritt nach vorne gegangen wird und den Nachwuchskräften Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Allerdings da nochmal eine Kritik bezüglich der Ausbildungsberufe, die Sie alle so genannt haben. Was mir da absolut gefehlt hat, war der Kaufmann, die Kauffrau für Verkehrsservice. Da würden wir uns auch wünschen, sowohl bei DB Regio wie auch bei DB Fernverkehr vielleicht nochmal ein bisschen mehr wieder auch erleben zu dürfen in dem Bereich. Und zum Thema Sicherheit gerne noch eine Ergänzung. Sie hatten hauptsächlich den Nahverkehr als Kernpunkt genannt. Auch da bitte beide Bereiche den Fernverkehr mit dazu nehmen. Auch diese sind betroffen von Karnstadter Vasen, von Oktoberfesten, von Fußballspielen. Das betrifft definitiv beide Transportbereiche, den Nahverkehr sowie den Fernverkehr. Vielen Dank. Also erstmal vielen Dank für die Reflexion. Ich finde es gut, dass Sie das auch nochmal explizit ansprechen. Ja, das ist richtig, das Thema Wohnraum verstehen wir nicht, dass wir jetzt selber als Immobilienunternehmen tätig werden wollen, sondern es geht darum, Möglichkeiten, Rahmenbedingungen zu schaffen, auch mit Kooperationspartnern das gemeinsam zu erfüllen. Zu dem letzten Punkt, was Sicherheit angeht, natürlich sind alle Bereiche genannt. Ich wollte jetzt einfach nur noch mal herausstellen, wo sind die Schwerpunkte. Und das ist tatsächlich im Regionalverkehr. Natürlich vergessen wir den Fernverkehr und auch die anderen Bereiche nicht. Das ist völlig klar. Ausbildungsberufe, jetzt haben wir hier natürlich immer sehr stark hier über Lokführer gesprochen. Natürlich gehören alle anderen Berufe auch dazu. Für die, die es vielleicht im Saal nicht wissen, wir bilden in 48 Berufen bei der Bahn aus, in 48 Berufen. Also insofern ein relativ breites Spektrum, wo wir natürlich dann auch verschiedene Bereiche abdecken, auch natürlich den Kaufmann, Kauffrau im Verkehrsservice. Eine weitere Frage? Nein, es ist auch ein Statement, wie wir schon einige gehört haben. Ich habe mehrere Funktionen und jetzt nehme ich mal die der Polizeibeamtin. Klaus, du hast recht, wir brauchen mehr Bundespolizei. Wir haben ja auch erhöhte Einstellungszahlen. Die brauchen aber 3 Jahre, bis sie ausgebildet sind, dann müssen sie verteilt werden. Wir haben auch an Flughäfen unheimliche Personalprobleme und so weiter und so fort. So lange könnt ihr nicht mehr warten. Allerdings, wenn ich mit den Kollegen und Kolleginnen vor Ort rede, gibt es ein ganz, ganz großes Problem. Du hast ja auch nicht an jedem Bahnhof eine Bundespolizeistation. Selbst wenn die mehr Personal hätten, würden die auch nicht an jeden Bahnhof kommen können. Das dauert eine Stunde, bis die teilweise da sind. Und du kannst nicht an jedem Bahnhof einen hinstellen. Wir haben aber ziemlich flächendeckend Landespolizei. Und ich kenne es auch so, dass in den Fällen, wenn es wirklich gravierend ist, dass die Landespolizei auch kommt. Völlig egal, ob sie jetzt eigentlich zuständig ist im Zug oder nicht. Das wird dann hinterher übergeben. Ist doch kein Thema. Hauptsache, du hast jemanden, der Eingriffsbefugnisse hat. Nur ob das passiert oder nicht, hängt an 2 Faktoren. Erstens,
an persönlichen Kontakten zwischen der Bundespolizei und der Landespolizei, wenn die nämlich gut können und wenn die sich kennen, dann rufen die auch da mal an bei der Landespolizei und sagen, ey du, wir können keinen schicken, könnt ihr mal einen schicken. Ja? Oder die Frage, können da zwei Polizeiführende miteinander oder können sie nicht? Und ich finde, das ist kein Zustand. Wenn ich mit meinen Kollegen von der Bundespolizei und den Kolleginnen rede, sagen die, wir würden eigentlich gerne viel mehr machen. Und wenn vorm Bahnhof ein Überfall ist, dann halten wir uns doch auch nicht zurück und sagen, es ist leider Landespolizei. Dann gehen die raus und helfen. Und genauso umgekehrt. Aber das darf nicht mehr vom Zufall abhängen, sondern da brauchen wir vernünftige Regelungen zwischen den 16 Landespolizeien und der Bundespolizei, dass bis wir ausreichend Personal haben, die vernünftig sich gegenseitig helfen, damit die Kollegen und Kolleginnen auf dem Zug dann auch vernünftig geschützt werden. Ja, recht herzlichen Dank. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, nicht nur ein Schlusswort zu sagen, sondern mich bei allen Beteiligten zu bedanken. Sie wissen, bei uns geht es fair zu, manchmal trotzdem hart. Sie wissen, dass wir herzlich sind und wir leben nach der klaren Methode, man trifft sich zweimal im Leben. Deswegen an jeden Einzelnen ein herzliches Dank, ein Dankeschön für die Bereitschaft, A, hier Rede und Antwort zu stehen und auch B, die nicht einfachen Themen zu wälzen. Wir sind ja nicht allein, aber wir sind sehr stark betroffen. An der Stelle bitte ich um Verständnis, dass wir die heutige Veranstaltung für etwas nutzen müssen, das mit der eigentlichen Überschrift nichts zu tun hat, aber sehr stark in den Eisenbahnsektor hineinwirkt und hineinwirken wird. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitgliederinnen und Mitglieder, wir haben heute eine Situation, in der ich festhalten möchte, dass das einzige Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Bahn AG, Mario Reiß, angegriffen wird. Und zwar auf eine unanständige Art. Es gibt eine Veröffentlichung im Handelsblatt, die eine Unterlage veröffentlicht hat, wo sein Name draufsteht. Es geht um die Berateraffäre bei der Deutschen Bahn AG. Mario Reiß ist eng abgestimmt mit mir und ich erkläre hier für ihn. Er ist sich nicht nur keiner Schuld bewusst, sondern er hat die Tragik oder die Tragweite dieser Berateraffäre sehr wohl im Blick. Eng abgestimmt mit den Führungsgremien der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Und ich erkläre hier vor allen Anwesenden, wir werden eine Wagenburg bilden, um unseren Mann im Aufsichtsrat zu schützen. Das, was hier abgelaufen ist, ist nicht nur unanständig. Diese Veröffentlichung zielt direkt auf die einzige Person, die im Aufsichtsrat von uns gestellt wird. Sie zielt im Vorfeld eines Aufsichtsratswahlkampfes auch auf ein bevorstehendes Wahlergebnis. Und ich als Bundesvorsitzender habe gegenüber Aufsichtsratsvorsitzendem und Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn AG bereits erklärt, dass wir in dieser Berateraffäre keinesfalls zulassen werden, dass sie zugedeckt wird unter dem Mantel der Verschwiegenheit. Das wird aufgedeckt. Und der Artikel im Handelsblatt, der unseren Mann dem Grunde nach des Geheimnisverrats bezichtigt, das wird nicht der einzige sein. Ich erkläre hier öffentlich, am Freitag 10 Uhr gibt die GDL eine Pressekonferenz genau zu diesem Thema. Wir lassen uns das nicht bieten. Hier sind 600 Millionen in Rede, die in Beraterverträge geflossen sind. Hier sind 29 Personen identifiziert worden, die ungefähr 15 Millionen als Beraterhonorare bekommen haben. Und da geht es uns nie darum, ob das zu Recht oder zu Unrecht war. Es geht uns darum, dass hier Ordnung gemacht wird. So nicht. Wir sind nicht die blaue Gewerkschaft, wo die Schlümpfe anwesend sind, die schon den Mantel des Schweigens drüber geworfen hat unter der Überschrift Du, das darf man nicht machen, in Zukunft ist das untersagt, aber wir sanktionieren das, was passiert ist. Wir sanktionieren das nicht. Wir akzeptieren nicht, dass Vorstandsmitglieder, die solche Verträge unterschrieben haben, weiter im Amt bleiben. Klare Botschaft von hier aus an alle Beteiligten. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte mich auch nochmal bedanken bei Ihnen, dass Sie gekommen sind.
wünsche Ihnen jetzt